Dann begrüßen wir die Runde nochmal unser Komitee an Webinar-Teilnehmern, also auf jeden Fall spitze, dass sie wieder zu uns strömen. Also die Zuschauer sind bei weitem noch nicht komplett. Ich denke, da kommt noch ein Stück weit dazu. Heute Morgen waren wir, wie gesagt, auch technisch gesehen schon am Limited. Das heißt, da ging es dann nicht mehr, oder der ein oder andere konnte sich da nicht mehr einloggen. Wir haben aber dennoch natürlich eine Aufzeichnung an den Start gebracht und werden jetzt dann hier im Prinzip dran anknüpfen. Jörg ist mit einem guten Kaffee ausgestattet, ich praktisch auch mit so einer Latte Macchiato am Start. Das heißt, wir sind hier auch hellwach. In Kürze geht's los. Hier 14:30 wieder ein paar Daten. Bevor ich dann vielleicht direkt auch mal gleich an dich übergebe. Wir hatten ja heute Morgen schon festgelegt, dass ja, der Händler, der hier mit einer gewissen Weitsicht arbeitet, sich hier ungern bei News engagiert, weil das ja dann doch letztlich eine Art Glücksspiel ist, eine Art Münzwurf. Und das ist nicht mein Ansinnen und auch deins nicht, wie wir erfahren durften, Jörg. Und So ist es. witzigerweise heute Morgen ganz kurz, bevor ich dann direkt mal rübergebe, ich habe mit dem Heiko ja auch Kontakt täglich. Wir haben ja auch so einen Trading-Thread oder einen Trading-Stream und Heiko hat mir mal hier seine Trades von heute Morgen mal durchgeloopt, hier jetzt im Bild zu sehen. Und das ist Oh, ich will sie gar nicht sehen. Ich will sie gar nicht sehen. Also faktisch ist ja, Heiko, du hast es ja genau angesprochen. Heiko ist ja der, der sich hier als Scalp-Trader bei Gottmau Trader kennzeichnet und auch hier übrigens immer am ersten Dienstag eines Monats hier für uns, für JFD, auch so ein Live-Training-Webinar macht, jeden Dienstag, jeden ersten Dienstag, einfach mal rumstöbern auf unserer Website oder auch auf der Gottmau Trader-Website, da ist es zu lesen. Und er hat heute Morgen eben auch so ein Stück weit den Rebound gehandelt. Also wir hatten ja wirklich ein starkes Reversal gesehen. Eigentlich trendfolgend war der abwärts, der Markt hat aber gedreht. Und ich hatte mal so ein paar Screenshots reingeschossen, wie er dann praktisch nach oben das geschnippelt hat sozusagen. Aber das ist halt wirklich Scalp-Style hoch 3. Also das ist wirklich den Finger stets am Abzug. Und das ist auch nicht jedermanns Sache, muss auch nicht sein. Nichtsdestotrotz heute Morgen, wie gesagt, die klare Ansage, die Ideologie des Ansatzes war die, okay, wir rechnen wohl damit, dass es trendfolgend weitergeht. Und dann hat der Markt, der DAX sozusagen hier ein Schnippchen geschlagen, eine komplette Umkehr eingelegt. Und der Wolf, ich weiß nicht, ob er noch im Trade ist, habe den DAX jetzt gar nicht weiter beobachtet, aber der hat natürlich immer einen sauberen Entry mitgenommen. Und das ist eben der Markt, okay? Entweder ist man an der Seitenlinie aktiv beobachtet erstmal oder man liegt falsch oder man liegt eben richtig. Letztlich ist es ein Stück weit alles am Trade Management. Das haben wir auch schon durchgekaut zu Genüge. Deswegen würde ich mal sagen, jetzt nach deinem Mittagslunch hast du dich da schon mal orientiert, so wie das Gesinn der Amerikaner ist, beziehungsweise vom DAX her. Ich würde den Bildschirm mal kurz rübergeben, wenn du nichts dagegen hast. Ist okay. Und dann würde ich dir auch mal das Wort überlassen. Nicht, dass wir hier wieder bei einer 90er-Quote landen. Wobei. Ist ja kein Problem, um Gottes Willen. Ottmar, ja, der Glückwunsch an Heiko ist angekommen. Wie gesagt, das ist eben jeder Ansatz, wie ihr den habt. Das ist Heiko schon. liest ja auch immer die Kontrakte, das Future-Buch, da gibt es auch das kumulative Delta, also auch wieder ein spezieller Ansatz, um hier so Divergenzen aus dem Markt zu lesen. Jetzt muss ich mal den Bildschirm auch rüberschieben, damit wir auch hier eine gute Sicht haben. Vielleicht direkt so eine kleine Einschätzung, so, was ist eigentlich passiert bislang, was geht ab oder gab es noch eine Chance, wo du mitnehmen konntest oder irgendwas in der Richtung? Wie sieht es da so aus? Was hast Ja, du? ich habe zwischen 11 und 12 noch ein bisschen was im DAX gemacht, aber ich liege heute komplett auf der falschen Seite. Okay. Also ich habe zwei, drei Trades gemacht, die mich gerettet haben, aber aktuell bin ich da irgendwie 380 im Minus. Gut. 500 ist so mein Tageslimit. Und deswegen werde ich jetzt auch vorsichtig. Ich habe heute Morgen eine Meinung gehabt zum DAX, die sich als völlig falsch herausgestellt hat. Die gibt es. Also von dem her, wir haben ja keine Glaskugel und wissen nicht, was tatsächlich in Tat und Wahrheit passiert. Absolut. Umso vorsichtiger bin ich heute beim Dow. Weil, naja, also zur Analyse vielleicht mal ganz kurz rüber. Das ist jetzt die Dauer auf 1-Minuten-Basis. Und wir haben hier in der Stunde jetzt einen neuen Aufwärtstrend. Das große Bild. Manchmal, da sind wir auch im Aufwärtstrend. Sind hier durch diese Korrektur hier weit oder in die Korrekturzone reingelaufen. Haben jetzt hier untergeordnet einen neuen Aufwärtstrend. Sind auch in dem neuen Aufwärtstrend tief in der Korrektur, wie wir es hier sehen. Und naja, von dem her, also was die Amis angeht, bin ich heute Nachmittag eigentlich eher long gerichtet.
Kann sein, dass ich genauso falsch liege wie heute Morgen im DAX, aber wir werden sehen. Ja, du hast ja auch definitiv gesagt, du hast so ein eigenes persönliches Limit, okay. Und wie gesagt, es, wir haben ja auch schon ein Stück weit ausgetreten, dass es eben nicht nur Gewinnertage geben kann. Ich meine, schön, wenn es immer anders läuft, aber in dem Fall haben wir jetzt eben ja hier den Markt in der Sache her eben bewertet. Und wenn man dann eben, sagen wir mal, auf dem falschen Step liegt, das ist ja auch hier bei dir, du bist ja jetzt sehr, auch sehr, also ich sehe es gerade hier im Chart, also sehr kurzfristig hier, das ist ja immer noch der 1-Minuten-Chart, also wirklich den Finger am Abzug und das erfordert natürlich auch höchste Aufmerksamkeit und sowas macht man dann, sage ich mal, nicht nebenbei. Da muss man sich natürlich auch definitiv disziplinieren und da hast du natürlich hier noch einiges abgefeuert. Die Frage ist eben, ob die Amis das jetzt so ein Stück weit mitnehmen, was der DAX da vorgelegt hat oder nicht. Also ich gebe dir recht, natürlich die Futures sind im Plus, das sieht alles, DAX ist jetzt ein Stück zurückgekommen, wirkt alles leicht bullisch. Jetzt haben wir natürlich 14:30 gleich die Daten, die früher noch, ja, ich sag mal, noch mehr Aufmerksamkeit fanden, hier erster Anträge auf Arbeitslosenhilfe. Dann gibt es ja noch die Importpreise 14:30, also Inflationsdaten als solches. Da kann sicherlich so ein Stück weit Schub kommen. Das gilt es mal abzuwarten, 14:30, wie der Markt sich da tendiert, ob es da entsprechend eine Bestätigung des Manövers von heute Morgen gibt, also sprich der Aufwärtswelle, oder ob der Markt dann ins Stocken gerät, dann ist natürlich sicherlich dann dein Ansatz so beim Dow so eine tiefe Korrektur oder auch beim DAX möglicherweise so eine tiefe Korrektur zu sehen, ob man die jetzt handelt oder nicht, aber zumindest auf so eine Korrektur zu warten, um nochmal reinzukommen, dann möglicherweise long, oder? Ja, absolut, absolut. Also deswegen, die Frage ist jetzt wirklich, was jetzt nachher gleich passiert. Und dann werden wir sehen. Also wie gesagt, heute Morgen war ich eigentlich short, habe die ganze Zeit wieder auf die Short-Chancen gewartet im DAX, weil ich nicht geglaubt habe, dass der heute Morgen so viel Power hat. Aber Heiko sagt ja immer mit seinen institutionellen Orders und das denke ich, das war heute Morgen im DAX auch sehr, sehr schön zu sehen. Ich nehme mal kurz raus. Wir haben ja eigentlich das hier, das war so das prädestinierte, der Teil hier. Wenn ich hier mal kurz die FIBO annehme, das ist genau das 23er. Und das ist eigentlich schon, das heißt, da sind die großen Jungs unterwegs, die sich da einkaufen. Hier oben nochmals 38er, wo dann nochmal der letzte Punkt 2 war. Also da ist schon richtig Musik im Markt. Da lagen wir einfach heute Morgen falsch. Wolf lag richtig. Ich lag falsch. Also. Ja, wie gesagt, ich hatte ja auch zwei Trades sozusagen mit marginal Climb Loose geschlossen. Das war also heute für mich auch eher eine saure Ausbeute. Aber wie gesagt, jetzt ist es noch jung. Muss man mal sehen, ob jetzt hier noch was passiert. Was ich kurz vor dem Webinar gestartet habe, ist British Pfund Cut. Ein bisschen speziell, das Währungspaar. Ehrlich, nach den Zahlen. Ja, also die, besser gesagt jetzt vor den Zahlen. Es kommen 14:30 gleich Zahlen rein. Ich werde den Trade wahrscheinlich gleich schließen vor den Zahlen. Also ich habe da ein Entry erwischt. Meine Regel ist so 5 Minuten vorher wahrscheinlich ein Exit oder nicht wahrscheinlich den Exit zu vollziehen, weil es dann 14:30 kommen aus Kanada hier raus, der Hauspreisindex. Der Trade läuft jetzt gut an, aber eben der kanadische Dollar ist sehr, sehr schnippig. Ich bin hier auf der Short-Seite aktiv. Was hast du gesagt? Britisch Pfund, kanadischer Dollar. Genau, britisch Pfund, kanadischer Dollar. Liegt daran, dass es der kanadische Dollar relativ stark geworden ist. Wir hatten beim britischen Pfund ja, ja das siehst du hier schön, EZB, sage ich schon, die Bank of England heute Mittag. Da gab es, wie gesagt, erstmal einen kleinen Spike nach oben, dann aber die große Ernüchterung und ich habe praktisch hier das neue Tagestief mitgenommen, direkt den Ausbruch nach unten, also ein Stück weiter höher noch. Und ja, jetzt bin ich, gut, Take Profit wurde in der ersten Bewegung knapp verfehlt. Jetzt sind wir aber eben kurz vor den News und ich denke, ich werde den Trade, jetzt haben wir 5 Minuten vorher, ich werde den gleich manuell geben, einfach vor dem Hintergrund, dass ich hier ja bei den News eben eine unkalkulierbare Situation vor mir habe. Es könnte jetzt noch ein Take-Profit laufen, könnte aber auch anders kommen. Wie gesagt, das gilt es jetzt mal abzuwarten. Ich habe der Trade, jetzt läuft er wieder auf die Average Daily Range. Ich hole dann am besten vielleicht meinen Schirm gleich mal rüber. Genau. Damit wir das uns mal direkt on the market angucken können. Sekunde, schiebe ich das mal rüber, gucken wir uns das gute Stück mal an, wie er läuft. Jetzt macht er gerade neue Tagestiefs, also es wäre natürlich nicht schlecht, dass ich den gerade so abdrücken kann. So, jetzt gucken wir mal, wo ist der Trend ist intakt. Der Trend ist intakt, definitiv. Aber wir haben natürlich das Problem, dass wir im Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, Bildschirm übertragen. So, jetzt müsste er kommen. So, da ist er. Nicht verwirren lassen, die Punkte, das sind alles so Trailing-Stops.
Ja, also normalerweise ziele ich hier so auf 70, 80 Euro Profit. Hier unten ist mein Take-Profit, den ich eigentlich haben will. Ich habe auch nur noch ein ganz kleines Risiko. Wir sind allerdings hier an der Average Daily Range schon angekommen. Das ist hier der Durchschnitt, also sind hier die 124 Pips im Gros. Jetzt haben wir, wie gesagt, 26. Das ist, also wir sind von der Zeit her, da habe ich die Regel jetzt da eben den Exit zu vollziehen. Und was er jetzt auch immer macht, das ist mir eigentlich wurscht. Ich steige jetzt aus mit einem halben R Gewinn. Ja, zack, weg, erledigt das Ding. Und damit war es das auch. Ob der jetzt hier den Take Profit macht oder nicht, das gucken wir mal. Ich hole nochmal die Kontohistory. Da haben wir hier den Trade aktuell, den kann man ja so schön reinschieben. Geht ja bei mir der Trader ganz gut, geht auch bei anderen Tools wahrscheinlich. Aber eben die 14:30 News, die sind mir jetzt ein Stück zu heiß. Mal sehen, ob er den Take Profit noch abholt. Wäre schön, wenn ich ihn mitnehmen könnte, aber letztlich kann er genauso gut nach oben schnippen und dann mir hier alles verderben und das will ich nicht. Jetzt gucken wir mal hier. So, da ist er. Hier unten das Blaue ist praktisch der gefixte Take Profit. Hier, das war das neue Tagestief, was ich direkt mitgenommen habe, um sozusagen die Spekulation zur Average True Range hier zu handeln. Jetzt gucken wir mal hier beim britischen Pfund Cut, was jetzt 14:30 passiert, ob der richtig schnippt oder nicht. Aber was wir hier eben sehen, ich habe ein halbes R verdient, hier zuvor eben marginal nur verloren. Und das ist eben genau der Witz, dass, ja, wenn Verlierer kommen, möglichst versuchen klein zu halten. Ich habe jetzt zwar ja auch kein volles R verdient, aber das ist jetzt eben dann wirklich Glücksspiel. Mal sehen, wie der jetzt hier gleich aufzieht, sehe ich den Preis. Wir machen das mal ein bisschen größer, das Bild. So, ja, was hier passiert. Also hier die Punkte nicht verwirren lassen, kann das auch gleich noch ein Stück weit vielleicht rausnehmen. Dann sieht man es ein bisschen klarer. So, das ist jetzt nicht der Rainbow Chart, das ist hier mein Breakout-System, was ich sozusagen handle. Da versuche ich auch immer Währungsstärke ohne Momentum vom Rainbow abzuleiten. Das ist ein bisschen übersichtlicher. Da siehst du auch wieder die MACD-Candles an der Stelle. Von denen, wo ich dich dann gerne auch nochmal einweisen werde. Aber jetzt gucken wir mal, was Sind passiert. die eigentlich Meta-Trader oder muss man die bezahlen? Nee, das ist ein kostenloser Add-on. Besser gesagt, ich sehe es gerade von Michi. Er ist ein österreichischer Kamerad, der hier mich auf die Kerzen hingewiesen hat. Ich selber habe auch immer nur die Heike-Naschis genommen und mit den MACD-Candles kannst du die eben noch ein Stück justieren. Das ist so der Witz an den Candles. Das war so das, wo ich dann gesagt habe, hey, die haben einen ähnlichen Effekt wie die Heike Naschis, so einen Trendfolgecharakter, aber den kannst du noch ein Stück parametertechnisch tunen, weißt du? Und das war das, wo ich dann gesagt habe, hey, die hole ich mal rein und ich konnte auch sehr gut einen Algorithmus drauf aufsetzen, also ein automatisiertes Handelssystem, weil praktisch damit relativ schnell klar wurde, ja, die Signale praktisch, ne? Du hast beim Heike Naschi ist ja auch eine Bull- und eine Bear-Candle, aber hier kannst du eben praktisch von den Kerzen dann auch noch das noch ein Stück weit feiner tunen. Und das war so ein Tool, wo ich mich jetzt ein Stück weit festgebissen habe. Aber da schließen wir uns gern bei Gelegenheit noch mal kurz. Was ich gleich mache, wir gucken uns jetzt, wie gesagt, mal den Move hier an, ob der Exit jetzt vor den News jetzt richtig war oder nicht. Das ist jetzt, wie gesagt, mal so ein schönes Beispiel. Wenn wir jetzt drin geblieben wären, was passiert wäre, und dann schalten wir mal rüber zu dir. Du kannst ja vielleicht Euro-US-Dollar mal aufrufen. Direkt schon mal auf den Schirm und holen den DAX vielleicht parallel, dass wir so beide dann haben, wie die jetzt 14:30 vielleicht reagiert haben. Du handelst den Euro-US-Dollar derzeit ja nicht so viel, sagst du, ne? Nee, aus dem einfachen Grund, weil er sehr unsaubere Strukturen macht, in der Regel. Ja, und für mich ist er momentan schwierig, aber das war der DAX heute Morgen. Ja. Das ist es. Da kann man jetzt, im Endeffekt kann man da natürlich jetzt immer viel nachpredigen. Jetzt haben wir 14:30. Ich sehe gerade, jetzt steht der Preis irgendwie. Entweder ist jetzt gerade mal MetaTrader eingefroren, was ungünstig ist, aber kann passieren. Jetzt ist er da. Okay, man sieht aber, die erste Reaktion ist jetzt nach oben. Also hier keine neuen Tiefs. Insofern hier an dem Limit der Exit vor den News. Und das ist jetzt mal das Beispiel, weil ich jetzt eben gerade vorher den Trade auf hatte. Das hätte jetzt genauso gut nach unten gehen können, aber der Ansatz des Trendmomentums war eben hier die Bewegung nach unten ordentlich mitzunehmen, weil hier richtig Druck reinkam, eben auch vor den News, ja. Und das sollte idealerweise schon vor den News auch abgearbeitet sein. Da wir jetzt dann so 5 Minuten, 2 Minuten vorher noch nicht in den Take Profit gelaufen sind, habe ich dann hier den Exit vollzogen, was jetzt, wie man sieht, ja aus kurzfristiger Betrachtung auch richtig war, denn der Preis kommt jetzt wieder hier nach oben zurück und letztlich ein Nullsummenspiel wäre es denn gewesen, wenn ich hier auf Break-Even gegangen wäre. Insofern die Schäfchen heimgeholt, genau das, was du ja auch schon heute Morgen gemacht hast. Das heißt, wenn du siehst, dass da irgendeine Bewegung an Fahrt verliert, ja, oder gegen dich läuft, dann hast du zwar den Break-Even-Stop oder eben einen Trailing-Stop, aber du ziehst auch manuell einfach mal durch. Ja.
So, okay. Dann ich gebe den Bild schon mal zu dir rüber. Gucken wir uns vielleicht den DAX nochmal live an, weil der Fanclub hier, Jörg, die Leute sagen schon wieder, Mensch, Kamera, du hast schon wieder ein bisschen viel Kaffee getrunken, du redest zu viel. Also so schlimm ist es nicht, um Gottes Willen, aber ich gebe mal nochmal auf den Bildschirm, dass wir nochmal auf deinen Live-Bildschirm schauen, einfach mal, was da so los ist hier beim DAX gerade. So, ihr müsstet den Schirm wieder haben. Yes, wunderbar zu sehen. Okay, ja. Also schön, DAX, fantastisch. Der macht hier Die biegen gerade die ordentlich. Korrektur, die Biege, genau, der macht die Korrektur, auf die ich eigentlich schon lange, lange, lange gesetzt habe. Wie man da oben gesehen hat, ja, das ist richtig, ist gut zu sehen. Ja, genau, siehst du, und irgendwann dachte ich, ah, jetzt kannst du mich kreuzweise und es läuft auch. Aber das Ja, ist jetzt auch der Punkt mit den News eben, ne? Ich meine, die Tendenz war jetzt schon absehbar, aber ob der da jetzt wirklich die Biege macht, das stand ja eben in den Sternen, ne? ist so, ist so. Meine, die Amis, klar, das ist, dass die Vorbörse öffnet, die gehen jetzt auch erstmal in die Knie. Ja. Von dem her, wir bleiben auf der Lauer. Also das heißt, vor 15:30 mache ich im Dow auch nichts. Machst du also so vorbürstlich, gehst du da nicht rein? Ja, Irgendwie guck mal jetzt. hier, 4 Punkte Spread, im Dow, das ist da mal nichts. Hier habe ich 1 Punkt Spread, das ist für mich viel entscheidender. Das ist ja so bei euch, 15:30 geht der Spread ja von 4 auf 1, was ich super finde. Und dann bin ich im Dow drin. Genau. Ja, das ist auch immer die Sache. Man fragt, der ein oder andere fragt immer, warum ist das so und wieso sind die Spreads so und so. Im Prinzip sind ja auch in der Nacht die Spreads häufiger offen. Da gibt es auch eben die Diskussion Overnight Trading oder nicht. Die Liquidität oder besser gesagt, das Pricing, was dann eben scharf kommt oder woran wir uns orientieren, ist dann praktisch eben in der Vorbörse eben auch mit breiteren Spreads behaftet. Und deswegen können wir das auch nur so transportieren, wie wir es bekommen. Und das hängt natürlich dann auch immer mit den Anbietern an. Und jetzt wird der eine oder andere sagen, hey, also ich kriege den Dow Jones schon ab 0 Uhr für 2 Punkte zum Beispiel. Das mag sein, aber dann ist es sicherlich eben auch ein hausinterner CFD, also ein eigenes Produkt vom Market Maker selbst, vom Broker selbst aufgelegt, was natürlich dann ja, eben den Interessenskonflikt mit sich bringt. Und ich sage mal, also man muss ja jetzt den Dow Jones nach meiner Einschätzung jetzt nicht frühs 11 Uhr handeln, wenn die europäische Session läuft, genauso nicht am Nachmittag, bis der US-Markt startet. Das kann man dann gern sicherlich angehen, wenn der Markt tatsächlich eröffnet. Ja. Man sollte sich also an den realen Eröffnungspreisen, das ist genau wie am Forex-Markt, Asia-Session, pazifischer Raum ist eben in der Nacht, am Morgen interessant, European-Session ist am Vormittag, mittags interessant und am Nachmittag kommen dann die Amerikaner, wo man sich dann eben auch darauf fokussiert. Okay, also der DAX tatsächlich hier ein Stück weit im Rückwärtsgang. Ne? Absolut, absolut. Also hier würde ich jetzt drauf lauern, den hier nochmal lang zu nehmen, denn es ist jetzt die große Frage, ist es die neue Bewegungsschub oder ist es nur die Korrektur von diesem untergeordneten Trend? Und deswegen will ich jetzt auch den ersten Trade, den ich jetzt hier dann nachher absetze, würde ich mit einem Take-Profit von 10 Punkte nehmen. Was man hier schon wieder schön sieht, Heike Nashi hier unten läuft das ganze Thema schon wieder aus. Also von dem her, diese Spannung nimmt ein Übermaß an. Und schauen wir mal, ob wir da reinkommen oder nicht. Ja, das ist ganz interessant. Also die Daten selbst kann man ja immer schön abrufen hier. Auch bei Jandaya ist natürlich ein herrliches Tool, ohne jetzt Fremdwerbung machen zu wollen, ist aber Jandaya. Kennst du Jandaya von Börse Go? Ist das dieser Nachrichtendienst, oder? Genau, Von Börse Go. der Nachrichtenfeed. Also es ist schon so, Ja, dass man so, ja. ich meine, so eine Minute nachdem die News, sage ich mal, auf Bloomberg rausgekommen sind, da kommen sie natürlich unmittelbar raus. Also da kriegt man schon 5 bis 10 Sekunden. Da gibt es ja auch direkt schon so ein Speech-Tool. Das heißt, da ist wie so ein Radiosprecher, der in der Sekunde, wo die über den Ticker laufen, das gibt es auch in den Händlerräumen der Banken, da gibt es, sagen sie, hier 24/7, da gibt es ein Gelabere die ganze Zeit. Also wie man das so aus einem typischen Börsenfilm kennt und das läuft in den Händlerräumen. Und die sind, sage ich mal, dann natürlich von der Zeit her noch näher dran, aber Jandaya, keine 30 Sekunden, also unter einer Minute nach den News hast du das auch hier zu stehen und die Erstanträge sind gestiegen. Ja, es wurde weniger erwartet, 270.000 und es waren 294, also mehr Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe, Fragezeichen, ist jetzt dann die Wirtschaft in den USA labil oder nicht? Ich meine, gerade mit der Auswertung der Daten, also mit den Fundamentals beschäftige ich mich eher marginal, ja, weil viel im Preis drin steckt, im Pricing, und man sich da auch orientiert, aber die Daten sind, wie gesagt,
insofern schlechter reingekommen, weil es mehr Anträge gab als erwartet. Und der DAX Also hat. ich muss offen gestehen, ich gucke mir solche Sachen überhaupt nicht an. Ich versuche es wirklich so simpel und so einfach wie möglich zu machen. Das ist im übertriebenen Sinn mal nach Zahlen. Ich bin der Meinung, dass das alles, was draußen abgeht, sei es News, sei es die großen, sei es die institutionell oder sonst irgendwas, das sehe ich alles eigentlich im Chart. So ist es. Und ich glaube, dass das Thema die Fundamentals natürlich sehr, sehr wichtig und entscheidend sind für die Große, die Jungs, wo die großen Moves mitnehmen wollen. Mein Tagesziel ist es ja eigentlich, die kleinen Bewegungen mitzunehmen. Und da ist es irrelevant. Und da versuche ich mir so gut wie es geht, von ganz vielen Fremdeinwirkungen frei zu machen. Weil lese ich hier eine News, lese ich da eine News, lese ich da eine Analyse, habe ich 17 verschiedene Bilder und ich sehe den Wald vor lauter Bäume nicht mehr. Das war beispielsweise heute Morgen so also ein bisschen diese Thematik in der Mittagspause. Ich versuche immer noch so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Okay. Was war heute Morgen? Was habe ich richtig gesehen? Was habe ich falsch gesehen? Und kam zum Schluss, dass ich heute Morgen doch ein bisschen beeinflusst war von dem übergeordneten Chartbild und nicht mehr ich das getan habe, was ich sonst tue, und zwar handeln das, was ich sehe. Und hat eine recht vorgefertigte Meinung auf Short. Und du siehst ja, das hat sich durchgezogen, eigentlich bis auf zwei oder drei kleine Long Trades, die aber über die Mittagszeit waren, sodass da die Wahrscheinlichkeit schon hoch war, dass da nichts passiert, die ich auch mit ganz kleinem Plus oder kleinem Minus geschlossen habe. Und diese Fremdbeeinflussung durch die Fülle an Informationen, die uns zur Verfügung gestellt werden, die finde ich ehrlich gesagt, die finde ich schwierig. So. Ja, heutzutage ist Das es, da gebe ich dir vollkommen recht, mit der Fülle der News, das ist genau der Punkt. Ich meine, der Chart, und das brechen wir sicherlich eine Lanze für viele Trader oder also die Großen, also gerade am Forex-Markt muss ich auch mal ein Stück weit einkehren wieder, die orientieren sich dann natürlich schon an notenbankpolitischen Ausrichtungen. Aber dann ist das auch eine Perspektive von Wochen, Monaten, Tendenzen. Ja, wo geht das große Kapital hin? Gibt es große Umschichtung? Gerade Carry-Trades, Leitzinseffekte und dergleichen. Das ist wirklich ein Big-Picture-Bild. Aber für den Intraday-Bereich ist es eben so, wir haben ja hier Preiseffizienz. Also wenn ein Markt mit vielen Marktteilnehmern befüllt ist und es eben zu einem ständigen Angebotsnachfrage, Giveaway hin und her geht, also ist praktisch eine hohe Liquidität, ein hohes Handelsvolumen, dann führt das natürlich schlussendlich dazu, dass da die Information, die Preiseffizienz gegeben ist und man im Chart sozusagen die Massenpsychologie einfängt, also das, was die Marktteilnehmer wohl vermuten, up, down, hoch, runter, wie auch immer, versuchen wir ja mit den Charts so echt zu entmystifizieren und einfach nur Angebot, Nachfrage in den Chart zu pressen, um zu sehen, wer gewinnt denn jetzt, ja, oder wer springt denn jetzt hier in eine gewisse Trendrichtung auf. Und das ist natürlich was wir auf so einen Chart runtergebrochen, genau im kurzfristigen Bereich auch nur machen können, weil man teilweise eben die News auch gar nicht alle in der Summe so verarbeiten kann, in der Schnelle. Und da hat man auch wirklich keinerlei Vorteil gegenüber den großen Marktplayern, die eben hier dann tatsächlich einfach schon schneller sind in Sachen der News. Ja. Und deswegen ist das Chart-Instrument. Es war übrigens auch bei mir so, kurze Anekdote, ich habe 99, 2000, da hatte ich noch nicht den großen Schein, will ich sagen, steckte noch in meinen Beginnen und habe mich dann aber gefragt, warum es bei mir nicht funktioniert. Ja. Und dann habe ich 2003 den Weg zur Charttechnik gefunden, weil ich mir auch dachte, wieso schauen die Leute eben, also sagen wir, viele Händler, haben denn die denn da so Monitore am Start und verfolgen den Preisverlauf? Und da bin ich dann eben in die technische Analyse eingetaucht und habe dann eben sozusagen erkannt, dass die Massenpsychologie der Märkte jeden Tag Millionen Marktteilnehmer alle kaufen, verkaufen. Letztlich da auf den simplen Faktor eines Charts gepresst wird und das eben gerade für den kurzfristigen Bereich das A und O ist, um hier eben Marktbewegung rauszuschneiden. Und nichts anderes tust du ja selbst jetzt auch, ne? Also ich meine, das ist ja schon extrem kurzfristig, was du startest und jetzt sehe ich hier, du setzt ja erstmal auf eine Gegenbewegung, ne? Ja, also Hintergrund ist der, wir sind hier in einer relativ großen Korrekturzone, die deutlich ist. Also das heißt, die wir hier haben, die wurde ja mehr wie deutlich gebrochen. Das heißt, wir haben hier unten jetzt eigentlich so die nächste und sehe hier ein mustergültiges Setup. Das heißt, eine Bewegung und das Ding läuft unten aus. Und von dem her, ja, entweder gibt es einen Counter von diesem Trend hier. Da muss ich mal schauen, ob ich mir was rausschneiden kann.
Oder es ist definitiv so, dass es hier jetzt à la Wolf Das Ding heute Morgen reverselt. das Ding total reversal. Ja. Also mit dem Zeichentool, ehrlich gesagt, komme ich im MetaTrader nicht klar, aber Du, das machst du so, ganz das gut. kriege ich irgendwann hin. Jörg, das Das machst kriege du, ich das, irgendwann hin. also Chapeau, das machst du in meinen Augen wirklich gut. Ich meine, muss man natürlich auch sagen, der MetaTrader selbst ist ja ein Tool. Erstmal like 90er Jahre, also das gibt es schon in den 90ern entwickelt. Es gibt auch mittlerweile den MetaTrader 5, der aber auch mehr Nachteile als Vorteile aufweist. Und der MetaTrader selbst ist ja auch primär für Broker entwickelt, ne? Also es ist ja tatsächlich, das war übrigens auch früher, gab es den MetaTrader auch nur für den Forex-Handel, für den Retail-Bereich. Also Forex konnte man ja eh, sag ich mal, in den 90ern noch gar nicht privat handeln. Das hat sich ja erst Ende der 90er, Anfang 2000 geöffnet und da kam dann eben auch der MetaTrader und war das Tool schlechthin. Allerdings ist der MetaTrader auch ein Stück weit für Broker gebaut, meine lieben Zuschauer. Denn mit denen kann man natürlich auch vielerlei Schabernack treiben, um sozusagen Kerzenmanipulation und dergleichen in den Chart zu zaubern. Da will ich vielleicht meinen Link einstellen. Das mache ich dann am besten zu der Post-Trade-Transparenz. Aber sonst, Jörg? Guck mal, der nimmt mich schon wieder. Oder gehst du Er raus? nimmt mich. Ja. Ja, das ist mir, erstens mal ist mir das Ding zu heiß. Erstens mal, ich kann wieder einsteigen. Und der hat die Bewegung hier. Das war ein Groß Versuch gemacht. wert, dass Voll das ab. Momentum, ich meine, es war ja gegen den Trend, das sieht ja ein Blinder hier im 1-Minuten-Chart, also im Absolut. ganz kurzfristigen. So ist es. Aber du hast dann einen Counter gespielt und ich sag mal, man sieht es ja auch an den einen Ausstiegen vorher. Ich meine, du feuerst eben auch ab, weißt du? Ich meine, das machst du jetzt nicht, weil wir jetzt hier live on air sind, sondern heute hast du eben dir die Zeit genommen, guckst dir mal an, wie der Markt läuft. Und unter Umständen kannst du hier noch einen Treffer versenken und dann ist die Sache im Sack. Und ansonsten ist es so, dass wir hier das erstmal ein Stück weit sich erstmal finden lassen und jetzt mal gucken, wie der DAX da hier so daherläuft. Aber der MetaTrader selber, man kann natürlich die Heike Naschi-Kerzen, man kann viele Algorithmen kann man selber entwickeln. Also das Tool war seinerzeit damals eigentlich schon voraus. Das muss man ganz klar sagen. Mittlerweile ist es aber eben doch schon ein bisschen angestaubt und jetzt für klassische Charttechnik eignet es sich jetzt nicht so sehr, ne? Es ist halt wirklich so ein Händlertool. Und eben auch für den Broker gebaut, weil man eben im Hintergrund da auch viel Manipulation betreiben kann. Also es ist praktisch auch ein Market Maker Tool und hat sich aber gerade im Forex-Bereich absolut durchgesetzt. Also es gibt so 4.000, 5.000 MetaTrader-Lizenzen, die eben entsprechende weltweit die Broker alle nutzen. Und da ist der MetaTrader 4 eben das A und O und der hat sich da eben als Plattform auch durchgesetzt im Forex-Bereich. Der war übrigens auch vorher nur für Forex konzipiert, bis dann die ersten Broker dazu übergegangen sind, auch CFDs da reinzubringen. Das war technisch auch gar nicht so einfach. Und da haben wir ja auch mit unseren 850 Underlyings da auch eine Lanze gebrochen, da so viele Symbole reinzuballern. Allerdings, wie gesagt, man muss sich auch auf seinen Markt konzentrieren und auf das, was man sozusagen fokussiert. Und ich selbst, wie gesagt, finde den DAX immer sehr, sehr tricky, aber der bewegt sich eben auch, wie wir es hier gerade sehen, ne? Also der DAX hat hier eben Sei das wirklich. gesetzt. Ja, jetzt zieht er schön durch. Guck mal, Dann auch. hast auch gleich zweimal abgefeuert. Zack, das ist ein Momentum, neues Tief. Sieht mal gar nicht so schlecht aus. Aber es sieht eben, das zeigt eben auch, wie kurzfristig du hier am Start bist, ne? Ich meine, sag mal, während des Sprechens hast du hier einfach mal abgefeuert, denkst du, kommst du tief, bist aber sehr gut reingekommen, auch in den Trade, ja, vor Ausbruch nach unten. Aber wirklich, Aber jetzt muss weiterziehen, weißt? musst du Das kann weiterziehen, auch. ja. Weil ansonsten mit 10 CFDs und da habe ich schnell Tagesziel erreicht, mein sozusagen. Tagesziel erreicht, genau. Ja, ich meine, gut, das ist so, der Markt pulsiert gerade. Wir sind immer noch im vorbörslichen Handel. Die nächste Kerze kommt jetzt. Hast du eine schöne, fette Verkaufskerze? Und nicht das Ganze jetzt hier nicht mit einem Videospiel verwechseln. Ne? Der Jörg, der macht das schon lange. Der weiß auch, warum er jetzt abzieht mit dem neuen Tief. Hat jetzt entgegen vorher dem Counter jetzt versucht, die Trendbewegung nach unten, das neue Tief zu handeln. Und das ist natürlich im 1-Minuten-Chart schon abenteuerlich, wenn es da eben rauf, runter, hin und her geht. Und da muss man eben auch Los. am Ball sein. Schwupp. Ein Klick und Close All, weil das Momentum ja Ja. plötzlich gefehlt hat, ne? Da kommt nichts. Da kommt nichts. Und guck dir die Amis an. Die Amis sind da auch wieder diese Abwärtsbewegung schon wieder beendet. Und ja. Ja, das ist eben auch das fürbürsliche Geschäft. Schade. Ich dachte, der könnte wirklich hier Momentum aufbauen und durchnageln. Man sieht ja auch hier vom Volumen her. Da war ein bisschen mehr wie in den letzten 10 Minuten. Ja. Hätte man sich Also eigentlich, zumindest mal.
kleines Plus rausgelaufen, 20 Euro. Ja, wie gesagt, wie heißt es, stetig nährt sich das Eichhörnchen sozusagen. Ich meine, wenn du das, ich meine, wenn der Move jetzt nach unten durchgelaufen wäre, da wäre es natürlich eine andere Situation. Jetzt kommt hier gerade rein, ob du mal auf Gold schauen könntest. XAU-USD hast du da unten auch laufen, sehe ich gerade links in der Ja. Symbolliste. Ist das das Mini oder hast du den vollen Kontrakt? Das ist der Mini, sehr gut. Der Ja, Mini. ist gut. Der Mini, ja. Ja, das ist gut. Ja. Kann man die Size besser. Okay. Gucken mal, schauen wir mal, was der Goldpreis macht. Da kam hier gerade vom Karl-Heinz. Was würde er denn gerne sehen? Wahrscheinlich eine Einschätzung. Schauen Sie mal aufs Gold. Schauen Sie mal Na, das. Jörg, Okay. hier wird deine Fachexpertise gerade abgefragt, verstehst? Ja, also da bin ich klassisch Markttechniker und DAO. Da schalte ich vielleicht schnell rüber hier zum Hachina Trader, weil da ist es schneller und einfacher. Und da habe ich das Gold auch. Wo ist es denn Da hast du hier? auch mit einem Klick im Prinzip eben auch die ganze Markttechnikgeschichte schon drin im Chart, ne? Also hier mit den, Genau. das ist eben so eine Ganz Art genau. automatisierter Mechanismus. Das ist schon, sag ich mal, der. Naja, wir haben hier verschiedene Buttons, die wir uns hier eingebaut haben, wo die Trenderkennung ist nach Markus Gabel. Das ist das DAO-Hauptpaket von Markus. Und hier sieht man eigentlich sehr schnell, also klar, das markttechnische Auge insofern ist hier geschult, dass hier grundsätzlich ein Abwärtstrend war und dass der Abwärtstrend hier gebrochen ist. Das ist dieser mittlere. Das sieht man sehr gut. Im Umkehrschluss sieht man jetzt, oder kann man sich das große Bild, könnte man sich jetzt auch noch auf 1 Minute einblenden lassen und halt dieses Thema mit dem Multi-Time-Frame. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass Gold eher so eine langfristige Sache ist und deswegen gucken wir uns Gold mal auf der Stundenbasis an. So, gut, ist geladen. Also, im Tageschart sehen wir eindeutig den Aufwärtstrend. Allerdings die Bewegung hier, der vierte Arm, der war jetzt nicht sehr stark, aber wir sind wieder in die Korrektur mit Einzug. Im Stundenchart ist der Aufwärtstrend mehr wie ersichtlich. Untergeordnet haben wir natürlich hier die Korrektur. Ja, das ist hier dieser sehr kleine, wo wir hier diesen Abwärtstrend haben, der korrektiv läuft. Der ist für mich, der ist nach wie vor intakt. Also das bedeutet, Gold grundsätzlich bin ich eh ein bullischer Kerl. Auch Weil, geil. ja, das hat auch einen anderen Grund, warum ich im Gold bullish bin. Das hat jetzt nichts mit dem Thema Charttechnik oder sonst irgendwas zu tun, sondern ich bin der Meinung, dass unser Finanzsystem sehr, sehr kaputt ist und sehr krank. Und alles, was die Notenbanken momentan machen, nichts anderes ist, wie hochgradige Morphine in ein völlig kaputtes System zu pumpen. Und die Frage ist die, wie lange schlagen die Morphine nur an? Und deswegen bin ich grundsätzlich, was Sachwert angeht, extrem bullisch in Form von Gold, Silber, Edelmetall allgemein und Immobilien und sonstigem Masse. Ich habe da so meine eigene Meinung zu der gesamten Situation. Ich gehe davon aus, dass wir irgendwann das Thema mit der Hyperinflation definitiv nochmal stärker auf den Tisch bekommen. Das war ja 2007, 2008. 2009 wurde ja schon mal höchst brisant über die ganze Thematik berichtet. Dann ist es wieder eingeschlafen. Ich bin davon überzeugt, dass wir da jetzt nochmal kommen. Also grundsätzlich Gold bullish. Um hier jetzt long zu gehen, im mittelfristigen Bereich, würde ich diesen Trendbruch hier, beziehungsweise hier, einen neuen Trendausbau, würde ich abwarten. Eine Korrektur und dann, wenn er hier eine Korrektur ist, würde ich mich einkaufen lassen, Stopp darunter. Target wäre für mich hier. Grundsätzlich ganz langes Bild auf Wochenbasis. Sieht auch so aus, dass wir hier, also das liegt jetzt hier an den Daten, ich müsste mir hier mal mehr Daten laden lassen. Aber Moment, zum muss ich langfristigen aufpassen. Bild bei Gold kann ich dann vielleicht auch gleich noch einen Input mal liefern. Also da ist es schon eine Ja. interessante These oder Ansage, Ja. die du da gemacht hast. Ich meine, da streiten sich ja mehr oder weniger definitiv die Geister. Also ich bin seit 2004 auch Goldanhänger zugegebenermaßen. Also da ist es genau die Geschichte, dass auch der Lauf Richtung 2000 und jetzt die anschließende Korrektur mich relativ nüchtern blicken lässt und im Gegenteil Schwäche eher mittelfristig zur Diversifikation seines eigenen Portfolios da als Kaufchance
gefahren wird meinerseits. Also es ist richtig so, das ist einfach so eine Art Depot-Beimischung und das eben auch schon seit deutlich über 10 Jahren, wo ich sage, das empfiehlt sich definitiv. Aber das muss jeder für sich selbst natürlich wissen, wie er sein generelles Portfolio aufstreut, wobei wir da auch bei einem interessanten Thema sind in Sachen Trading. Es sollte man ja auch nur mit einem Budget tun, dass man auch, gerade wenn man jetzt mehrere Trading-Konten hat oder man teilt das auf, weiß ich nicht, ETFs, Fonds, Aktien, dann vielleicht eben ein Stück weit spekulativeres Geschichtchen, wo du dann mal ja auch im Intraday-Chart was schneidest. Das muss man sich schon so aufteilen, dass man auch das Geld, was man jetzt für das Intraday-Trading verwendet, eben auch wirklich arbeiten lassen kann und eben da aber auch nicht 100% seines Kapitals jetzt da reinsteckt. Die Diversifikation lässt einen da auch ruhiger traden, wenn man weiß, dass man jetzt hier nicht von dem Einkauf oder Verkauf jetzt im kurzfristigen Bereich abhängig ist, ne? Also ich sehe das Trading für mich jetzt auch nicht irgendwie als Alternative zur Kapitalanlage. Überhaupt nicht. Kapitalanlage ist für mich der eine Teil. Da bin ich klassisch, ich sage jetzt mal, wirklich physisch in Gold. Was ich mache, plus Immobilien und Fonds. Und das, was ich mir im Trading mache, das ist für mich ein aktives Management von einer gewissen Summe, die ich auch im Alter nicht brauche. Das ist klassisch Arbeitskapital, würde ich jetzt mal so bezeichnen. In einem Unternehmen gehst du ja auch nicht her und nimmst deine komplette Liquidität und arbeitest mit der, sondern du hast ja auch gewisse Rückstellungen oder sonstiges, die du bildest. Geld, das du für Investitionen nutzt für die Zukunft und gehst ja mit deiner kompletten Liquidität immer in die Produkte, die du verkaufst. Und deswegen, so sehe ich Trading für mich. Und deswegen, ich handle den Gold ab und zu mal, wenn ich irgendwie ein schönes Trendfolge-Setup sehe. Aber ansonsten ist ja auch hole ich mir eigentlich hier nur grundsätzlich Informationen raus, weil es mich einfach interessiert. Ich frage mal kurz an denjenigen, der die Frage gestellt hat bezüglich Gold. Ist das soweit okay oder gibt es da eine vertiefende Frage? Ja, er hat nochmal nachgehakt, bezogen auf den augenblicklichen Anstieg sozusagen. Also einfach nur wegen der Arbeitsmarktdaten, die jetzt gekommen sind. Aber du hast ja vorhin auch schon erwähnt, die Daten sind relativ für dich. Man sieht hier sehr schön, dass der Goldpreis schon aktuell bei 1300. Also alles klar, danke, sagt er jetzt gleich nochmal im Nachgang, der Karl Herrmann. Danke auch für das schnelle Feedback. Gold ja generell, ich hatte es auch im Devisenradar bei mir schon relativ frühzeitig im Fokus und die 1,3 haben wir ja in der letzten Woche touchiert und jetzt scheint es so, als würde noch ein bisschen Luft rausgelassen werden, aber das eine ist ja wie gesagt das Investment Gold und das andere ist das Trading Gold. Und da muss man natürlich auch zu unterscheiden wissen. Da gehe ich vielleicht mal ganz kurz fern des kurzen Tradings mal auf meinen Bildschirm noch. Ich habe da nämlich hier nochmal, gerade weil du von den langfristigen Charts sprachst, kannst du direkt nochmal in Ruhe den Markt scannen. Hier den Goldpreis mal hier seit dem Ende des Bretton Woods-Systems auf den Schirm gezaubert, meine lieben Zuschauer. Hier seit 73, okay? Da ist ja praktisch auch der Forex-Markt in seiner Urgestalt wieder entstanden. Zuvor war ja der Goldpreis fixiert an den Dollarkurs mit seinen festen 35 Dollar, die Unze. Und wenn wir das Bild jetzt mal hier sehen, das ist jetzt hier der Monatschart über die letzten Jahrzehnte zurück. Eben hier unten war Bretton Woods, da sind dann auch die frei handelbaren Wechselkurse wieder sozusagen etabliert worden. Dann gab es ja auch hier die Ölkrise, entsprechende Horrorszenarien, aber auch der Markttechniker, wenn er sich diesen Chart mal hier so anschaut, natürlich gab es von den 80er, also über einen Zeitraum von 20 Jahren hier eine sehr, sehr zähe Phase. Aber selbst ohne große Technik sieht man hier, dass von links unten nach rechts oben hier ein relativ klarer Trend besteht. Und Goldpreis jetzt im Prinzip seit den Hochs hier aus 2011 eine völlig legitime, gerechtfertigte und ich sage auch notwendige Korrektur vollzogen hat, ja, unter technischen Gesichtspunkten, um sozusagen jetzt durchaus Kraft zu schöpfen, vielleicht wieder den Rebound nach oben zu starten. Denn, und das ist so ein kleines Ding, was mir im Hintergrund schwelgt, wenn wir schon über Trading und Markt und auch mal ein bisschen über den Tellerrand schauen, die Chinesen sind auf der Käuferseite nach wie vor aktiv und auch Indien, also sozusagen die aufstrebenden Wirtschaften, einst Weltbanken der Welt, also Produktionsstätten sozusagen, also Emerging Markets, da ist China natürlich schon rausgewachsen aus der Geschichte und der Yuan oder der Renminbi, der chinesische, der ist natürlich noch eine fixierte Währung, die sich nur in einer gewissen Bandbreite bewegen darf. Aber ich glaube, gerade weil die Chinesen ja sich dem Kapitalismus immer mehr öffnen, da wird auch noch mehr kommen. Und ich glaube, wenn sie sich noch mehr öffnen, auch ihre Währung
mehr öffnen, wird das hier so einen kleinen Beigeschmack in Sachen Goldhinterlegung haben, ist meine Vermutung. Und allein das dürfte schon aufgrund dessen, dass die Japaner oder Chinesen vielmehr ohnehin eine Affinität zu Gold haben, sicherlich den Markt noch weiter treiben, weil das ist eben, du sprachst ja schon von Hyperinflation, morphides Aufblasen auf Steroide, gepimpte Assets, die hier weltweit und im Globus kreisen, das ist gar keine Frage. Auch wer hätte vor 5 Jahren gedacht, dass wir jemals negative Zinsen bekommen würden, ja, dass Banken Strafzinsen oder auch großes Vermögen teilweise zahlen muss dafür, dass das Geld auf der Bank liegt. Also das ist ja in sich schon suspekt. Da muss man wirklich sich die Frage stellen, wie das weitergeht. Ich glaube aber, wie es auch ausgeht, der Kapitalismus oder auch unser Finanzsystem ist so dermaßen flexibel, dass selbst wenn die Uhren mehr oder weniger zurückgestellt werden, sage ich mal, das globale Wachstum weitergeht. Also ich bin jetzt nicht der, der hier die große Depression irgendwie an den Horizont malen will. Sicher, das Finanzsystem ist da eindeutig in einer Schieflage, um nicht zu sagen in einer exorbitanten Schieflage. Gerade mit der Verschuldung, das hat sich seit 2008 alles nur verschlechtert, nicht verbessert. Das ist außer Frage. Aber letztlich haben wir natürlich auch reale Werte geschaffen, ne? Und das nicht zu knapp. Und von daher ist das sicherlich eine Entwicklung, die man gespannt verfolgen kann. Und da Gold auch ein realer Wert ist, bin ich auch der Meinung, für den Goldpreis hat man immer schon auch im 18. Jahrhundert etwas bekommen. Ich glaube, man wird auch im Jahr 2050 sicherlich für seinen Goldpreis relativ gesehen immer noch einen anständigen Wert erzielen. Aber das lassen wir mal jetzt mal die Big Picture-Geschichte sein. Der Markt selber ist hier... Ich habe nichts weiter gemacht letztlich, kann auch mal den Chart von vorhin reinholen, von dem British Pfund Cut, war im Prinzip die richtige Entscheidung, wenn wir uns den Chart jetzt mal anschauen. Take Profit wurde verfehlt, selbst nach den News ging es hier nicht hin und jetzt kommt er hier gerade schön zurück, 16:30 heute wieder die Öldaten, das wird gerade beim kanadischen Dollar spannend. Ja, da müssen wir mal gucken, was passiert, was man auch sehr schön sieht, der kanadische Dollar kippt jetzt hier nach unten weg im Großen. Und jetzt sieht man es auch hier im Kurzfristigen, was natürlich beim britischen Pfund gegenüber dem kanadischen Dollar zu einer Aufwertung führt. Das ist vielleicht für den einen oder anderen Einsteiger am Anfang immer ein bisschen verwirrend, weil hier eben immer ein Wechselkursverhältnis, also Basiswährung gegen Zielwährung sozusagen gegeneinander spielen. Aber da machen wir gerne mal ein Special Forex-Event nochmal draus. Heute soll es jetzt erstmal primär auch um den DAX gehen. Wie sieht es denn jetzt eigentlich aus? Haben wir da jetzt eigentlich noch ein bisschen mehr Bewegung? Jörg, sag doch mal. Ich schalte nochmal zu dir rüber, wenn es recht ist. Ja, ist okay. Schwupp, auf geht's. Gut. Ah, hat ein neues Tief gemacht, ja, muss man zugeben. Aber ja, aber guck mal, das Ding da unten hält immer noch. Also die Zone, die Korrekturzone, ja. Ich meine, bei den Amis, da läuft jetzt die Vorbörse erstmal negativ die Stunde bisher. Ja, das ist immer die genaue Umkehr. Es ist, wir hatten ja auch gestern einen extrem schwachen Aktienmarkt. Wie ist das eigentlich für dich so? Achtest du, ich meine, klar, du guckst ja auf den Chart, du siehst die generellen Tendenzen, aber so vom, wenn du jetzt so, tradest du häufiger nachmittags oder mehr vormittags so? Das hält sich die Waage. Wenn ich die Zeit habe, morgens dazu, dann kann ich mir meistens nachmittags die Zeit dafür nicht nehmen und andersrum. Also von dem her, 50-50. Und so präferierte Handelstage, also wie bei mir zum Beispiel Montag eher restriktiv, Freitag muss auch nicht unbedingt sein, dass du auch so Handelstage hast oder das ist dir dann, oder bist du relativ gleich eigentlich? Also meistens Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, ja, auch wie. Guck an. Woran das liegt, kann ich dir gar nicht mal sagen, aber es ist meistens Montag. Montag habe ich volle Termine im Geschäft und Freitag ist für mich auch nochmal so ein Tag, wo entweder Familie schon im Vordergrund steht oder dann auch noch Auswärtstermine. Das hat sich irgendwie so ergeben. Ja, aber was vielleicht auch noch, was du interessant fandest, das Trading ist jetzt für dich, jetzt sage ich mal, jetzt nicht das Ultima Ratio nach dem Motto, dass du hier generell nur darauf erpicht bist jetzt hier sozusagen. Das ist einfach so eine Art Differenzierung und auch sagen wir mal, ein Hobby, was dir auch Geld bringt, wenn man sich eben intensiv damit auseinandersetzt, ne? Naja, also so sehe ich es. Mittelfristig und langfristig ist es schon mal mein Ziel, ausschließlich vom Börsenhandel danach auch dann zu leben. Ich mache das jetzt seit 2007. Ich habe solche Höhen und solche Tiefen schon durchlebt. Die sind mir in meinem ganzen Berufsleben noch nie runtergekommen.
dass ich solche Höhen und solche Tiefen gehabt habe. Mhm. Und dieses Lernen, diese persönliche Weiterentwicklung und vor allen Dingen der richtige Umgang mit dem Trading, das ist, glaube ich, was man nicht innerhalb von 2 oder 3 Jahren erlernen kann, um danach profitabel, dauerhaft ein Leben davon zu bestreiten. Also die Jungs, die wirklich da davon leben, vom Trading, das sind echt Cracks, die das über Jahre hinweg gelernt haben. Und diese Phase, es ist einfach so, siehst du, Christian, hätte ich 2 oder 3 Jahre Zeit und könnte mich in den 2 oder 3 Jahren Vollzeit wie ein Auszubildender in einem Job nur auf das Thema Trading konzentrieren und hätte den finanziellen Rücken insofern frei, mhm. Dann bin ich der Meinung, dass du sagst nach 3 Jahren, okay, alles klar, jetzt bist du ready für die Börse, um jeden Tag dir deine 500, 600 Euro oder sowas rauszuschneiden, um dieses Leben führen zu können, das sich ja jeder eigentlich wünscht, vorstellt durch die Börse. Mhm. Dadurch, dass aber die wenigsten eigentlich diese Freiheit haben, sich 2 oder 3 Jahre zu 100% darauf zu konzentrieren und das nebenbei machen, brauchst du natürlich umso viel, viel, viel länger. Es gibt ja diese klassische 10.000-Stunden-Regel. Mhm. Das heißt, wenn 10.000 Stunden was tust, lernst und praktizierst, dann hast du irgendwo eine gewisse Perfektion mit drin. Jetzt kannst du es mal ausrechnen, wenn du jeden Tag 2 Stunden für die Börse aufwenden kannst und das beispielsweise 3 Tage die Woche, rechne mal die 10.000 Stunden Regel aus, wie lange du da dran sitzt, bis du überhaupt auf dem Level bist. Und dann kommt noch mit dazu, dass du in Strategien in den vielen Jahren hin und her switch, dass du wieder Dinge ausprobierst, dass du Erfahrungen wieder ziehst. Also deswegen, ja, ich sehe das Trading für mich als ein absolutes Hobby. Ein Hobby, das mir Geld bringt, an den meisten Tagen, so wie heute, kostet es halt. Aber das ist auch okay und man muss immer mal wieder einzahlen, damit man was rausbekommt. Es ist ein Hobby, das mir unglaublich viel Spaß macht, das ich versuche in eine Professionalität zu bringen, sodass es mir danach dieses Leben ermöglicht, das ich mir vorstelle. Und zwar hat das jetzt gar nichts unbedingt groß mit dem Thema Geld oder Reichtum oder sonst irgendwas zu tun. Das kann man in vielen anderen Berufen schneller und leichter Geld verdienen wie an der Börse. Das muss man auch mal ganz klar und ganz deutlich sagen. Ja. Was aber die Börse natürlich auf jeden Fall ein absolutes Alleinstellungsmerkmal hat, das ist diese unglaubliche Freiheit. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ich treffe gerne meine eigenen Entscheidungen, deswegen bin ich auch selbstständig. Mhm. Und ich mag dieses faire Geschäft. Schau, heute Morgen, ich habe die Entscheidung getroffen, ich bekomme die Konsequenz. Dabei ist kein anderer dafür verantwortlich, für das Ergebnis, wie ich persönlich. Mhm. Das ist jetzt im Negativen so, das ist aber genauso auch im Positiven. Im anderen Leben, wenn du einen Job nachgehst, dann hast du entweder gewisse Arbeitskollegen, die dir an den Stühlen sägen, um gewisse Positionen zu bekommen. Da ist vielleicht irgendwie ein Managementwechsel, der plötzlich völlig andere Marschrichtung aufruft. Da ist plötzlich ein Kunde, der bisher einfach alles toll war und super und du bist kurz vor dem Abschluss von dem Geschäft und plötzlich crasht dir ein Wettbewerber dazwischen. Es gibt so viele Unwägbarkeiten in unserem alltäglichen Leben draußen, wo du teils fremdbestimmt bist und teils die Dinge nicht selber in der Hand hast. Das gehört zum Spiel mit dazu, das weiß man, das ist so. Da kann man sich drauf einstellen und ja. Und aber diese Freiheit, dieses ehrliche Business an der Börse, das ist das, was mich fasziniert und was mir dann nachher diese Freiheit gibt. Das Zweite ist, es ist einfach räumlich unabhängig. Ich brauche eine gute Internetverbindung, ich brauche vernünftige Rechner und dann bin ich dabei. Das ist für mich der erstrebenswerte Punkt, warum ich so viel Zeit investiere. Das zu üben und zu lernen, und das hat ganz, ganz viel mit Üben hier zu tun. Ganz viel mit Üben. Mhm. Ja, da kann ich dir auf jeden Fall nur zustimmen, dass man das hier draußen regelt. Ich habe auch gerade vom Ralf und auch von Michael und einigen anderen Teilnehmern, die geben dir da in jedem Falle recht, was natürlich eine Herausforderung ist, eben. Ja, ich habe es ja in meinen Anfängen auch gemacht, neben dem, dass ich auch noch ein Fernstudium gemacht hatte, nach dem Motto, nach der Arbeit dann da noch pauken, war es dann eben so, dass ich da teilweise wirklich lange und späte intensive Abende hatte, nach einem normalen Beruf dann immer noch da was hinten dran zu hängen. Das kostet Zeit, ist auch privat für die Work-Life-Balance immer ein Riesenthema, aber
wie du auch schon sagst, das ist ein Prozess der Zeit und gerade so die emotionalen Fallstricke, die kann man nicht lesen, die erlebt man. Oder ich habe auch, ich sag mal, den Fall erlebt, es war ein ehemaliger Boxprofi, der eine Schulterverletzung hatte, noch jung, der war 21 und hatte im Prinzip eine Profiboxerkarriere vor sich und dann brach das plötzlich zusammen. Da war nichts mehr mit Boxen und da war die Welt düster und er hatte das Glück, einen direkten Mentor zu kommen. Ja, das ist die andere Variante. Das heißt, dass du mal praktisch so eine Art Private Coaching bekommst, so wie es ja die Hedgefonds auch machen oder auch die großen Banken, dass du da so eine Händlerausbildung durchläufst und eben jemanden bei dir hast, der dich bewacht, der dich auf den Kurs bringt, wenn du abweichst. Die meisten Retail-Trader versuchen das natürlich im Alleingang und das ist ein autodidaktischer Prozess, wo du dir den Coach dann, in dem Fall jetzt auch Markus zum Beispiel, oder wo du dir da selber irgendwas ranholst, einfach um da sozusagen drin zu wachsen. Und das dauert aber natürlich ewig lange. Also so ein Glücksfall wie, dass man da eben wirklich einen richtig guten Coach hat und dann aber kommt noch dazu, aufgrund der sportlichen Ehrgeizes, also wenn man aus dem Profisport kommt, hat man ja, sage ich mal, Mentaltraining, Fokussierung, das sind so Sachen, die hat man alle im Kopf, ja, mit denen wächst du praktisch auf und das ist relativ gut ummünzbar auf das Trading. Das heißt, mein Bekannter, der wusste dann schon, auf was es ankommt und worauf er sich fokussiert und er hat innerhalb wirklich von weniger als einem Jahr einen profitablen Handel gelernt, aber das, mein lieben Zuschauer, ist definitiv die Ausnahme. In der Regel ist es tatsächlich so, dass selbst von 10 Kandidaten bei irgendwelchen Hedgefonds 9, und da kann auch ein Pilot, ein Professor, ein Doktor, sonst was dabei sein. 9 von den Kandidaten gehen nach Hause und haben es einfach nicht gepackt, weil sie die falsche Fokussierung haben, weil sie eben zwischen dem Kopf nicht die Denke haben, auch mal verlieren zu können, was bei dem Markt ganz normal ist. Also Sie müssen wissen, ein Arzt darf keinen Fehler machen, ne? Also ich sag mal, da geht seine Lizenz baden und verhaftet da entsprechend. Also das ist was, wo man sagt, Fehler sind da unzulässig. An den Märkten macht man aber, besser gesagt, nicht den Fehler. Wenn man fachlich korrekt handelt, ist es eben so, dass der Markt einem dann trotzdem keinen Gewinn gibt. Und das ist eben völlig normal. Und da haben aber viele Leute, Intellekt oder auch nicht Intellekt, wirklich ein Problem damit, wenn man eben nicht die Meinung sieht am Chart, weißt du, also man versucht dem Markt eine Meinung aufzupressen und wenn es dann nicht dazu kommt, dann landen die meisten in einem Loch und das ist aber eben eine Geschichte, die muss sich wirklich entwickeln über Jahre oder eben mit dem richtigen Coaching, dass man da hinkommt und dann, da ist noch so ein finaler Punkt, ist es natürlich auch eine Sache des Kapitals, da gebe ich dir natürlich auch recht, wenn man jetzt jeden Tag 2, 3, 4 Stunden investiert und am Ende des Monats 10 Euro daraus zieht, ja, aus einer 50, 60 Stunden Aktivität, dann ist natürlich die Frage, ob das der richtige Weg sein kann. Das heißt, man muss auch immer überlegen, wie man an die Märkte rangeht. Und leider Gottes erlebt man vielerlei Orts eben die Illusion, dass viele Leute mit einem 500-Euro-Konto, ich will nicht sagen Millionär, aber eben ganz schnell die für 5, 6, 7 Verzehnfachung haben wollen. Also das Casino-Zocken sozusagen. Ne? Und das ist natürlich fern jeglicher Realität. Das ist natürlich die Unvernunft, von der aber dann eben auch viele, sage ich mal, andere Broker leben, dass eben die Kunden dann letztlich nur zum Spielen mehr oder weniger an die Märkte kommen. Und das ist natürlich höchst gefährlich. Deswegen, wenn man es ernst meint, muss man da Zeit investieren. Und die 10.000 Stunden, wie du schon gesagt hast, das ist definitiv was, das kann man nur erklären. Warum jetzt, sehe ich gerade die Frage, Karl-Heinz, warum bist du jetzt eingestiegen, Jörg? Nein, ich habe hier diese Kerze hier gesehen und wir sind ja wieder hier an dieser Untergrenze sozusagen, ne? Untergrenze, genau, ja. Mittlerweile fällt mir schon das Reden schwer. Nicht nur das Traden, sondern das Reden. Ich habe darauf spekuliert, dass er hier jetzt nochmal runtergeht. Das war jetzt hier eigentlich mein Plan. Sieht bisher nicht so aus. Wenn er da drüber geht, also hier, dann schmeiße ich wieder. Dann scheint es, dass ich heute wirklich eine Verlustserie nach der nächsten habe. So eine schlechte Trefferquote hatte ich echt schon ewig nicht mehr. Ewig. Aber ich glaube, für jeden, der da draußen uns jetzt zuhört, ist es insofern ganz gut, weil wenn ihr diese Situation noch nie erlebt habt, so wie sie beispielsweise heute mir geht, dann seid ihr echt alle Lucky Guys. Gesetztenfalls, es ist euch auch schon so gegangen, dann finde ich, ist es als Trader, der so in seinem Kämmerchen drin sitzt, immer extrem wichtig zu wissen, es gibt da draußen Jungs, denen geht es genau gleich wie mir. Und bitte zweifelt nicht an euch, so wie es ich in der Anfangsjahre getan habe und dachte, jetzt, ich kann gar nichts, verstehe gar nichts mehr und das ist ja alles nur böhmische Dörfer hier, dieses Thema Börse. Nein, es gehört bitte zu. Es gibt die Tage, da
da geht einfach alles in die Hose, weil du hast den Blick nicht dafür, du hast das glückliche Händchen gerade nicht dazu. Eben hier jetzt einen Short Trade zu machen, ich denke, ist mehr wie legitim. Kann sein, dass es hier wieder der letzten beißen die Hunde ist. Das könnte danach aussehen, dass ich der Letzte bin und dass die Doggies schon hinter mir sind und mich jetzt anfangen zu beißen. Okay, dann ist es so. Das ist die Erklärung, warum ich diesen Short Trade hier gemacht habe. Ihr seht ja hier unten, das ist mein Target, das ist genau das letzte Tief. Wenn er das noch rausnimmt, deswegen, das sind meine 10 Punkte, die will ich mir holen. Hier oben wäre das sind 6,5 Punkte oder 7 Punkte. Das wäre mein absolutes Risk, das jetzt hier angehen wird. Du hast aber vorhin noch was gesagt, Chris, und zwar die Thematik mit den 500-Euro-Kontos. Mhm. Ich muss dir was sagen, ich bin totaler Fan von den 500-Euro-Kontos. Mhm. Und zwar ist ja noch, echt wirklich. Ja, schieß mal los, ist ja mal eine interessante Ansicht. Ja, und zwar, es geht doch um Folgendes. Wenn ich mit dem Gedankenansatz rangehe, dass ich sage, ich werde mit diesen 500 Euro jetzt reich und ich kann davon danach leben, dann muss er irgendwo in ganz weit in der Karibik, irgendwo auf einer Südseeinsel leben, wo er null Ausgaben hat, um davon zu leben. Wenn aber jemand mit, dann sind die 500 Euro Kunden völliger Schwachsinn. Wenn aber einer hergeht und sagt, pass auf, mein Ansatz ist, ich habe momentan nicht mehr Kapital zur Verfügung, ich will diese ganze Thematik aber lernen, dann finde ich die 500 Euro super. Und dann ist es auch völlig egal, ob du nach einer Woche Trading plus 10 Euro oder minus 10 Euro hast und dafür eine zusätzliche 50 Stunden Aufwand pro Woche, weil du die ganze Abende, Nächte und das Wochenende vor dem Rechner verbringst. Dann hat es einen Sinn gehabt, dann ist es praktisch wie, wie du investierst in deine Ausbildung. Mhm. Und der Faktor, wenn du, ich sage jetzt mal, mit einem 500-Euro-Konto 100 Euro ertradest, dann ist das ein fantastisches Ergebnis. Absolut. Wenn du diszipliniert bleibst und mit einem reellen Risiko-Money-Management dir es schaffst, aus 500 Euro mit kleinsten Positionen, mal hier 1,50 € plus da mal irgendwie 78 Cent plus oder sowas, wenn du da einen 100er hinbekommst aus 500, dann kannst du aber auch ganz entspannt dir irgendwann mal ein 5000er Konto nehmen und das gleiche auch machen, wenn du in der gleichen Art und Weise diszipliniert bleibst. Plus, was ich noch ganz gut finde, ist, jetzt ist natürlich schon mit einem Echtgeldkonto, geht man ein bisschen disziplinierter noch um wie mit einem SIM-Konto. Ja. Wobei ich am Anfang auch mit einem SIM-Konto gearbeitet habe. Immer mal wieder mit SIM-Konten Handel. Mir tun die 500 Euro Tageslos, die habe ich auf meinem privaten sowie auf dem SIM, die tun mir genau gleich weh. Und ich reg mich genau gleich auf. Weil mir geht es nicht ums Geld. Mir geht es hier definitiv nicht um die Kohle. Mir geht es darum, dass ich duplizierbare, erfolgreiche Trades zusammenbekomme. Also das heißt, ich messe mich eigentlich an meiner Trefferquote und nicht am Account. Das ist korrekt. Also, das war vielleicht ein bisschen ungünstig ausgedrückt meinerseits. Also das mit den 500-Euro-Konten war eher eben die Illusion, mit so einem kleinen Konto jetzt eben eine Verzehnfachung herbeizuführen und finanziell unabhängig zu werden. Das ist eben die Illusion. Ne? Ja. Aber ich gebe dir absolut recht, dass wenn man dann gerade auch viel in der Demo und auch zur Erforschung seiner Strategie und dem Umgang mit dem Metatrader, den Tools, macht es auf jeden Fall Sinn, hier den Demo-Modus zu nutzen. Ja, auch beim Live-Trading ist das durchaus legitim, weil man sich teilweise nicht so fokussiert, wie wenn man eben manuell für sich tradet. Ja, das ist auch dem Heiko schon oft so gegangen, dass er eben generell Live-Tradings nicht unbedingt zwingend mit einem Realkonto macht, weil man eben viel erzählt, viel plappert und eben doch nicht so fokussiert ist. Das ist Fakt.
Deswegen ist es da auch legitim, dass man da nicht immer mit den 100.000 Euro oder mit den 50.000 Euro oder 30, 10, 20, was auch immer für Live-Accounts handelt, sondern dass man da eben auch teilweise dann auf einem Demo umspringt. Das ist völlig legitim, wenn man da eben auch trotzdem weiß, was man tut. Im Grunde genommen ist es dann eben einerlei. Letztlich ist es aber so, dass eben viele mit der Illusion eben rangehen, eben schnell reich werden wollen, ähnlich so dem Casino-Prinzip eben, ja, muss man wirklich so sehen, dass da eben die Illusion, die verkehrt ist. Und eben bei JFD haben wir ja auch 500 Mindesteinzahlungen. Und das dient auch dem Zweck, gerade jetzt mit dem DAX im 10-Cent-Bereich, ja, also jetzt den Mini-DAX, wie wir es so schön nennen, oder eben auch den Forex-Markt, den man da in Mikrolot 0,01 handeln kann. Also wirklich ganz kleine, feine Einheiten, wo man eben sagt, da kannst du auch mit einem 500-Euro-Konto Erfahrung sammeln und ist eben durchaus dann, gerade für einen Einsteiger, was anderes, ob er, auch wenn es nur 10 Euro sind, ob er die Demo verliert oder real. Deswegen ist dann so die Praxisnähe mit einem kleinen Konto zu finden auf jeden Fall gut, um dann, wenn man da seine Strategie hat, und du hast vorhin gesagt, von 500 auf, also mit einem 500-Konto 100 Euro, das sind 20%, ja, da muss man, wenn man sich jetzt in der Hedgefondsbranche umschaut, natürlich gibt es da einige Ausreißer, aber während der letzten 25 Jahre im Schnitt haben die besten Hedgefonds der Welt sozusagen in der Range zwischen 15 und 25% Rendite erwirtschaftet. Warren Buffett, der Altmeister der Aktien, kommt auf eine durchschnittliche Rendite von 27%, ja. Und ich sag mal, wir bewegen uns hier schon in einem guten zweistelligen Bereich und da reden wir von der Crème de la Crème, von den besten Hedgefonds, von Warren Buffett und von wirklichen Investmentgrößen, die eben dann hier sicherlich auch mal ein Jahr mit weniger Profit hatten, mal ein Jahr mit mehr Profit, mal ein Verlustjahr, aber letztlich unter dem Schnitt, und darauf kommt es an, kontinuierlich eben Gewinne gemacht, die hier zwischen 15 bis, ich sage es mal pauschal, 30% liegen, und das ist on top. Ja, wenn Sie das als Privattrader schaffen, dann, wenn Sie das dauerhaft schaffen, theoretisch, dann sind Sie hier wirklich in der obersten Liga, und dann glaube ich ganz sicher, dann halte ich Ihnen auch die Tür bei unserem JFD Wealth aus, dass Sie dann in der Vermögensverwaltung definitiv einen Posten finden können, um praktisch das vielleicht durchzuführen, was Ihr Hobby oder Traum ist, denn so eine Rendite muss man erstmal mittelfristig immer wieder darlegen, und da geht es eben nicht um die 100% oder um die 1000%, weil das kann schon funktionieren, ja, keine Frage, am Finanzmarkt ist alles möglich, aber immer mit dem Risiko im Gegenspiel. Und langfristig wird man mit so überhebendem Risiko, wenn man eben 1000% zum Beispiel machen will innerhalb kurzer Zeit, das Konto zwangsläufig vernichten, weil, und da hatten wir ja heute schon mehrfach, der Verlierer kommt hin und wieder, die Drawdown-Serie kommt hin und wieder, und wenn sie dann kommt und man ist überhebelt, dann ist das Konto platt. Und dann hat man gar nichts gewonnen. Deswegen immer auch realistische Kenngrößen in den Raum stellen. Und wenn man eben fragt, da kann ich vom Traden leben? Da muss man eben mal durchrechnen, meine Damen und Herren. Man hat die Kapitalertragssteuer plus Solidaritätszuschlag damit reingerechnet. Das sind 26-27% von 100 Euro hier in Deutschland bei uns, die gleich mal weg sind. Ja? Und dann muss man im Prinzip auch, rechnen Sie sich das mal durch, was man jeden Tag ertraden muss, um seinen aktuellen Lebensstandard zu halten. Und dann braucht man im Prinzip auch noch mindestens einen Puffer von 6 Monaten, wo gar nichts reinkommt und man auch leben könnte. Und zugegebenermaßen braucht man dann, um vom Traden zu leben, eine relativ große Kontosize, die hier deutlich in den 6-stelligen Bereich geht, um wirklich, sage ich mal, auch davon leben zu können. Und das ist eben das, was auch nicht viele schaffen, ne? Also ich sage mal, davon leben. Das als Hobby zu betreiben und dadurch Urlaube zu finanzieren. Oder sich einfach, ich meine, die meisten Hobbys kosten Geld, machen wir uns nichts vor. Ja, wenn man ein Auto tunet, ja, oder so, da stecken 100.000 Euro in so einem Auto drin, bringen aber keinen Mehrwert. Ja, wenn man jetzt das Hobby Börse für sich hat und damit gut spekuliert und den Pfad des Erfolgs gefunden hat, dann kann man damit Geld verdienen. Das ist doch eine tolle Geschichte, wenn das ein Hobby ist, was auch einen Output bringt, sozusagen. Ne? Und der Trade läuft hier gerade mal so Richtung Take-Profit, wie wir das hier gerade darstellen. Ja, aber mein Scalping kann hier kein Mensch mehr reden. Das ist ja schon Langzeitinvestor, was hier abläuft. unter Kurzfrist-Gesichtspunkten, das ist vollkommen richtig. Hast du so eine Art Timestop Absolut. Vielleicht? Gibt es das bei dir, dass du sagst, also ich meine, gut, du guckst natürlich auf die Kerzen, was passiert, aber dass du so nach einer gewissen Periodenanzahl sagst, nee, das ist jetzt, also die ist ja, bei mir ist es immer so, die Entry-Idee ist da. Und so Uso zwischen, ich sag mal, zwischen 5 und 7 Perioden, wenn da nichts in meine Richtung gelaufen ist, dann verliert das eigentliche Signal an Relevanz. So ist das zumindest bei mir. Wie ist es bei dir so? Ich habe das mit dem Stop beispielsweise. Also wenn jetzt der Kurs hier irgendwie hier die ganze Zeit rumdümpelt würde, dann würde ich ihn ausschmeißen. Sorry. Keine Lust mehr hier. Fertig. Da genau. Unten ist anscheinend irgendetwas, was ich nicht weiß. Da steckt ein Großer, der da lauert wahrscheinlich, ne?
Heiko wüsste das jetzt wieder, weil Heiko hat jetzt da das Orderbuch und liest den Orderflow hier. Das haben wir hier jetzt alles nicht. Ehrlich gesagt, ich brauche es auch nicht in der Regel für die Heike Naschi, für den Trading-Stil. Gut, dass du es Und gerade ansprichst, ja. was, dass ich es nicht brauche? Ja, dass es eben auch Oder Ansätze gibt, ja. dass man eben, ich meine, ein Future-Konto oder eben die, wie du schon sagst, das ist natürlich dann auch eine recht spezielle Geschichte. Braucht man das, braucht man es nicht. Das ist eben, Heiko hat sich da über die Jahre auch mit seinem Kumulativ-Delta, also die Kapitalstromentwicklung der Futures und wenn da Divergenzen entstehen und dergleichen, das hat sich aber Heiko auch in deutlich über 10 Jahren da alles erwirtschaftet. Und du hast ja auch den Ansatz, Ja. keep it simple. Und das ist eben die Setup-Suche oder das, was einem gefällt, das ist ja auch heute hier mehr oder weniger so ein Stück weit eben Einblick. Was machst du so, wie machst du es? Und das hast du auch gut rübergebracht, wie so deine Vorgehensweise ist. Und ich denke eben, da muss jeder so ein Stück weit das rausnehmen, was er für sich braucht, weil so komplett 100% adaptieren wird sowieso nicht funktionieren. Ja? Also, dass man jetzt hier sagt, irgendeiner kopiert dich jetzt eins zu eins oder mich oder und Heiko, da muss man, jedes Individuum ist so speziell, dass man auch nicht, der eine kommt mit Skype-Trading zum Beispiel gar nicht klar, sag mal, der fängt schon Schwitzen an, wenn die nächste Candle kommt und die Unsicherheit besteht, wohin die Reise geht, dann weiß man definitiv, dass Skype-Trading, 1 Minuten Tick-Chart, 5 Minuten Chart, dann nicht die richtige Zeitebene ist. Ne? Das muss man aber auch erstmal rausfinden für sich. Naja, guck mal, so wie jetzt. Ich habe den hier oben jetzt beispielsweise bei 9.995 habe ich ihn geworfen. Jetzt ist er mir hier kurzfristig wieder bis 91 runtergelaufen. Das wären jetzt nochmal 4 Punkte gewesen. Mit 5 CFDs wäre das eine feine Sache. Und da halten wir uns über 20 Scheine, mehr oder weniger. Aber das ist halt so, mein Gott. Also von dem her, ich habe echt aufgehört, irgendwie Bewegungen hinterher zu heulen, weil ansonsten hätte ich heute Morgen Rotz und Wasser geheult. Guck dir mal das Ding an. Das ist ja eigentlich ein Paradebeispiel, was Wolf da getradet hat. Und ja, also diese Misserfolgstoleranz, ich glaube, das ist sowas, was man zu lernen hat. Mit den Trades für sich selber fachlich korrekt umzugehen, das heißt also wirklich seinem Setup treu zu bleiben und nicht wild einfach nur rein und raus. Das Heike Naschi, so einfach es hier auch scheint, also das heißt einfach, wenn die Candle auf Rot geht, dann geh Short, wenn sie auf Grün geht, geh Long, so einfach ist es halt auch nicht, weil sonst könnte man einfache Algorithmen programmieren und könnte das Ding irgendwie durchlaufen lassen und könnte sich morgen irgendwie eine 150-Meter-Yacht kaufen. Das ist leider ja nicht der Fall, sondern auch da muss man sehr, es gibt Chartbilder, die schön sind und es gibt Chartbilder, die sehr unschön sind. Und jetzt momentan sind wir in einem sehr unschönen, weil denk nochmal an diesen Expander. Das, was wir jetzt momentan da sehen, das ist so ein ganz lummeliges Gummiseil. Also da ist ja kein Druck drauf. In keine Richtung momentan. Das ist eigentlich nicht das Gewünschte, was ich gerne habe. Aber das ist Jetzt eben. geht's ja dann gleich los mit dem Daumen. Jetzt geht's gleich, genau, in guten 6 Minuten, also ein paar Sekunden. Jetzt sind wir gleich bei 6 Minuten, so eine kleine Atomuhr, die hier immer tickt. Du hast ja auch die Time drin, da steht es ja 14 Uhr, musst du eine Stunde draufrechnen im Prinzip. Genau, Genau, 15:24 ganz jetzt genau. genau. Und dann gucken wir da mal, was passiert, wenn der da auch reinkommt. US 30 Cash, da ist er. Der ist übrigens noch nicht im Dezimalstellenbereich. Das liegt an den Liquiditätsprovidern. Wir hatten ja schon das Thema vorher mit den Anbietern. Das war auch nicht einfach. Also wir haben ja auch im Prinzip den DAX Cash, den wir jetzt haben. Der heißt nach wie vor DAX Cash, ist aber jetzt einfach auf Dezimalstelle handelbar. Das heißt, wir haben auch hier ein Produkt. Das heißt, da kann ich jetzt Genau. 0,2, ehrlich? So ist es. Warte, das will ich mal sehen. Na, tatsächlich, das ist ja Hammer. So ist es. Und das ist aber Hammer. auch wieder schon ein Giveaway, ja, an den Markt oder an die Teilnehmer. Wir haben jetzt hier nicht zwei, drei DAX-Produkte jetzt aufgemacht, was wir auch in der Überlegung hatten, sondern wir haben einfach den aktuellen DAX, ich will mal sagen, gepimpt, ja, den einfach aufgeblasen, einfach praktisch um die Dezimalstelle erweitert und fertig die Geschichte, ohne da jetzt irgendwie den DAX Mini, den DAX Plus oder den DAX XXL rauszuhauen, einfach um das auch wieder übersichtlich und einfach zu gestalten. Aber das werden wir im Prinzip eben dann nochmal angreifen, um das Marketing-Technisch noch ein bisschen auszuschlachten die nächsten Wochen.
weil, wie gesagt, System läuft. Dow Jones, wie gesagt, das war der Anhaltspunkt. Die Liquiditätsprovider, das ist immer so eine Geschichte, wenn man dann eben bestehende CFDs hat, dass die eben auch entsprechend anpassen. Und dass man das Pricing auch so bekommt, das ist immer neben der Technik-Sache auch eine große Verhandlungssache, weil wir ja, wie gesagt, die nicht selbst emittieren, sondern wir brauchen Market Maker, also sage ich mal CFD-Anbieter, die uns sozusagen die Preise stellen. Und da wollen wir eben auch nicht nur einen haben, sondern eben auch mehrere. Und das ist genau die Aktion, die eben auch Zeit kostet. Deswegen ist aktuell der Dow Jones auch noch nicht im Dezimalstellenbereich handelbar, wird aber kommen, das kann ich gleich mal vorausschicken. Gut, also... Also der Euro, der geht auf dich, weil ich es probiert Ja, habe. in der Tat, aber man muss es ja auch mal versuchen, sage ich mal. Was ich vielleicht mache, Ja. wir können uns mal kurz das Pfund vielleicht anschauen. Ja? Da habe ich kurz Welches? gezögert, Was hältst du? British Pfund, US-Dollar, da, Cable? Cable, genau, da habe ich kurz gezögert. Ja. Jetzt, während wir gesprochen haben, hat er nämlich das Vortageshoch attackiert. Also da war, wir haben geredet, ich habe geguckt und habe überlegt, in dem Fall hätte ich einfach abziehen müssen. Jetzt gucke ich der Bewegung hinterher, was mir jetzt auch nicht schadet, aber das ist so eine Situation, wo jetzt läuft er immer weiter, wo man eben sagt, hey, also da kommt jetzt richtig Druck und richtig Musik rein in die Geschichte. Da gehe ich vielleicht mal kurz, ich schalte mal kurz auf meinen Bildschirm nochmal über. Gerne. Da sieht man nämlich auch was, was gerade am Forex-Markt nicht uninteressant ist. Und zwar, so, Nummer 1. Christian, ich bin schnell eine Minute weg, Klar, okay? of course, Ja, bis gleich. sag einfach back und dann haben wir's. Okay. Okay, meine lieben Zuschauer, wir sehen jetzt hier das Cable, okay, im 5-Minuten-Chart und wir haben hier die Situation von der Sitzung von der Bank of England heute. Da gab es einen Push-up nach oben, also schon eine steile Bewegung zum Vortageshoch und das ist gerade am Forex-Markt sehr interessant, deswegen ist das auch hier so drin. Sie sehen hier Vortageshoch, Vortagestief, Vorwochentief. Hier oben kommt dann irgendwann das Vorwochenhoch, wenn wir jetzt mal ein Stück weit rausgehen, oder Vormonatshoch auch. Das sind markante Level. Also an irgendwelchen Punkten wird eben ein Hoch und ein Tief ausgebildet der entsprechenden Tages- oder Wochengeschichte. Und das sind natürlich durchaus markante Punkte, die auch das große Geld im Blick hat. Und hier ist sehr schön zu sehen, dass wir heute hier zum Event der Bank of England 13 Uhr hier hochgelaufen sind, ans Vortageshoch. Kann man hier im Stundenchart noch ein Stück weit besser visualisieren. Hier ist das Vortageshoch, da sind wir eben heute rangelaufen, ja. Und da gab es dann hier erstmal die Ernüchterung, ja, mit diesem Rücklauf. Jetzt müssen wir noch auf den 5-Minuten-Chart gehen, da sieht man es wieder besser. Also rangelaufen, dann gab es hier diese Ernüchterung, dann ist der Preis hier nochmal zum Pivot-Level und gleichzeitig dem Open gelaufen, ja. Und jetzt hier gab es dann die Attacke auf dieses Vortageshoch. Und das war jetzt die Situation, das ist ja, wie gesagt, die 5-Minuten-Kerze und die letzten 5 Minuten. Und hier, als der Preis hier ranlief, da spielte ich mit dem Gedanken, also das kann jetzt hier Energie freisetzen, wenn der Preis hier eben dynamisch über das Vortageshoch rausschießt. Ja. Hier haben wir die Average True Range, Average Daily Range sozusagen, also die ADR, die hier im Schnitt eben veranschlagt, wie das Währungspaar an Spanne sich bewegt. Und da sehen wir, dass wir eben heute jetzt hier mit den 124 Pips schon, die wir aktuell gelaufen sind, vom Hochpunkt sozusagen über den Durst angestiegen sind, aber das zeigt eben auch, dass hier eindeutig Kapital in das Pfund und gegen den US-Dollar fließt. Und das sieht man hier sehr, sehr stark, dass jetzt hier wirklich Momentum drin ist. Und ich will nicht bestreiten, dass das britische Pfund auch hier noch weiter rauszieht. Und insofern sage ich mal, ja, schade, wäre ein schöner Trade gewesen, auch gerade mit dem Momentum, was sich jetzt hier ergibt und auch mit der Situation, dass wir wahrscheinlich hier auch Overrange gehen. Also Overrange heißt einfach, wenn sich das Währungspaar im Schnitt eben so 100 20, Quatsch, im Schnitt so 90 bis 100 Pips bewegt und jetzt eben schon 125 läuft, dann überdehnen wir die eigentliche durchschnittliche Range, die wir hier sehen. Und das ist auch völlig legitim. Das passiert in etwa 80% der Fälle nicht. Aber wenn es passiert, dann kann es sehr dynamisch werden und dann kann das eben hier auch weitergehen, weil dann sozusagen auch andere Adressen möglicherweise noch hier aufspringen auf den Trend, auf den Trade und sozusagen hier noch partizipieren wollen. Also, wie gesagt, wäre ein schöner Einstieg gewesen. Faktisch jetzt, wenn das Paar jetzt es nicht schafft, also das Momentum hier weiter nach oben aufzudrehen und wir gehen jetzt hier wieder in Richtung ADR oder darunter, dann ist im Prinzip die Musik raus augenblicklich aus dem Währungspaar. Ja, warum? Weil die durchschnittliche Bewegungsintensität, und die brauchen wir am Forex-Markt, beziehungsweise generell an jedem Markt, also wir brauchen
DAX im Schnitt 150, 200 Punkte am Tag. Wenn der sich jetzt 100 Punkte bewegt hat, dann weiß man, okay, da kommt noch was. Ja, wenn der DAX sich aber schon 200 Punkte bewegt hat, dann muss man sich die Frage stellen, ob es eben Sinn macht, hier auf den großen Ausbruch auf 300, 400 Punkte zu spekulieren, was ja in der Regel nicht zwingend der Fall ist. Ja, also in 80% der Fälle bewegt sich alles innerhalb der eigentlichen Range. In 20% der Fälle gibt es Ausbrüche, die dann auch sehr dynamisch laufen können. Und sozusagen als kleines Giveaway, wenn wir uns das jetzt mal angucken, British Pfund oder US-Dollar, der ist jetzt ausgebrochen. Wenn er sich jetzt hier oben hält, ja, dann will ich nicht bestreiten, dass es hier noch weiteres Momentum nach oben gibt. Sie sehen auch hier die aktuelle neue 5-Minuten-Candle, die macht jetzt nicht unbedingt den Eindruck, als würde sie geradewegs umkehren. Wenn sie aber umkehrt, dann ist meines Erachtens erstmal die Luft raus aus dem britischen Pfund. Der US-Dollar ja generell jetzt hier mit einer gewissen Schwäche. Das hat auch den Euro wieder ein Stück weit beflügelt, wenn ich da mal so, nee, der Euro bewegt sich immer noch kaum. Das ist sehr, sehr dürftig. Wir gehen mal hier auf den hellen Euro-Chart, weil ich gerade vorhin gelesen habe, dass der schwarze, jetzt gab es sicherlich für den einen oder anderen einen kleinen Augenflash, also von schwarz auf weiß, dass das schwarze wohl so schlecht zu sehen ist, habe ich gelesen. Hier letztlich Euro-US-Dollar aktuell 51 Pips. Das Pfund hat aktuell schon knapp 130 zurückgelegt. Und hier sehen wir auch die Range. Euro-US-Dollar auch im Schnitt hier nur mit 73 noch unterwegs. Also das ist zurzeit wirklich dürftig in Sachen Volatilität beim Euro. Hier vor Wochentief gerade Halt gemacht, Vortagestief davor gedreht. Also ob die Candle jetzt hier noch wesentlich größer wird, das muss man mal sehen. Man merkt definitiv, beim Euro fehlt so ein bisschen die Entschlossenheit, hier rauszubrechen. Und der sozusagen hier kennt, was wir hier beim Devisenradar oder auch in den Devisenradar-Webinaren immer wieder ansprechen, der wird wissen, dass wir hier oben beim Euro-US-Dollar bei 1,1450, 1,15 hier ein massives Widerstandslevel haben, wo wir im Prinzip ja in der Vorwoche auch schon rausgegangen sind. Dann fehlte hier eindeutig der Drive nach oben. Ja? Und dann kam jetzt die Umkehr und jetzt ist hier die Gretchenfrage, was macht Euro-US-Dollar jetzt? Also gehen wir hier dynamisch raus, haben wir hier ein mittelfristiges Fortsetzungssignal der Erholung seit Dezember? Das wird hier die große Gretchenfrage sein, aber aktuell tut sich der Euro da im Gegensatz zum Pfund halt deutlich schwerer, wobei beim Pfund auch immer die Brexit-Geschichte mitspielt. Das mal alle mitschreiben, ne? Am 23.06. entscheidet ja Great Britain über den Verbleib in der EU oder nicht. Wird ein Riesenthema sein, also spekulationstechnisch ist meine Meinung definitiv klar, dass die nicht austreten können eigentlich, das kann sich das England sozusagen einerseits nicht leisten, andererseits auch wäre das etwas sehr, sehr ambitioniert, wenn die Engländer meinen, sie könnten dann die Welt erobern, also das British Empire, so wie es früher mal in Kolonialzeiten waren, ist es ja nicht mehr. Das heißt, da muss man wirklich sehen, wenn man da so ein Singleplay spielt, auch vor dem Hintergrund, dass die Engländer ja eher konservativ sind, kann ich es mir fast nicht vorstellen, dass es losgeht. Hier, der Reinhold sagt gerade, Dow soll gehandelt werden. Bist du wieder da, Jörg? Ich bin da, ja. Aber das Spannende ist, ich habe mir jetzt gerade hier den britischen Pfund angeschaut. Mhm. Britischer Pfund wäre jetzt für mich so ein fantastischer Short. Ah ja, also ich habe gerade das britische Pfund so ein bisschen spekulativ im Auge gehabt, wegen dem, dass der über Range gelaufen ist. Also der hat im Prinzip seine Tagesspanne schon abgearbeitet und die Gretchenfrage ist eben jetzt, ob der die Kraft hat, jetzt weiter aufzudrehen, was durchaus besteht. Aber wenn er hier wieder zurückfällt, jetzt siehst du es hier gerade, das ist hier die True Range. Ja, der im Schnitt hat, jetzt müsste noch mal das neue Template auflegen, damit man es direkt sieht, da sind hier so knapp 107 Pips, die hat er eben heute schon mit 125 überboten. Und wenn jetzt natürlich hier der Drive nicht weiterkommt, was in 15% der Fälle passiert, dass er richtig ausbricht, aber in der Masse ist die Range eben dazu da aufzuzeigen, wenn da so ein bisschen die Luft raus ist aus der Geschichte. Ja. Und wenn jetzt hier der 3 fehlt, dann sieht man die Ausbruchskandidaten, die hier alle rein sind, die verabschieden sich relativ schnell, wenn der hier wieder zum Beispiel unter das Vortageshoch zum Beispiel hier zurückfallen sollte. Jetzt hier wie im Stundenchart zu sehen, hier ist das Vortageshoch bei 1,4488 rund. Wenn er da wieder drunter geht, dann hat sich das ganze Kapital, da wäre ich ja übrigens auch dabei gewesen, das war ja die Intention hier, den Ausbruch, die nochmalige Attacke über das Vortageshoch, den Trade hätte ich hier gern mitgenommen für kurzfristige, was war es denn hier am Ende, 20, 30 Pips wären hier möglich gewesen, also bis zur ADR auf jeden Fall. Das wäre ein schöner Momentum-Move, auf die ich im Prinzip abziele, wenn ich da im 5-Minuten-Chart agiere. Jetzt gucke ich hinterher, so what, das passiert, aber wenn er eben es nicht schafft, hier weiter nach oben aufzudrehen, dann kann es ein Short sein. Und dazu hast du eine Idee, Jörg, sagst du? Mhm. Dann gebe ich den Also,
Ich gebe dir ein Bild schon mal rüber und dann kannst du direkt da nochmal drauf eingehen und vielleicht dann auch den Dow Jones nochmal unter die Lupe nehmen, weil die Leute stehen ja auf Indizes. Also das wäre so oder so meine Frage, was ihr denn gerne traden wollt, weil ich möchte gerne, dass die Leute irgendwie, dass ihr Bedarf gedeckt ist, dass sie ihre Fragen stellen und dass wir darauf eingehen können. Also guck hier Cable beispielsweise. Ich habe jetzt hier mal mit einem Lot einen Short eröffnet. Und hier haben wir wieder genau, eigentlich wirklich genau bilderbuchmäßig mein Setup. Ich habe hier einen langen Expander, der kräftig gezogen wurde. Hier oben geht der Dampf raus. Ja, ich habe hier eine kleine Candle, ein kleiner Einstieg, also was für mich eigentlich fantastisch ist. Und bin hier jetzt ein bisschen zu spät reinkomme, eigentlich wäre ich gerne hier short gewesen, dann wäre ich jetzt plus minus null. Aber der sieht jetzt für mich echt mustergültig aus. Der ist wirklich für mich mustergültig. Und Target, ja. Schauen wir mal, ob FIBO sich verrechnet hat oder ob FIBO richtig rechnet. Ja, da ist übrigens interessant, die Frage kam vorhin. Also wie gesagt, liebe Teilnehmer, Sie können ruhig noch mal ein paar Fragen stellen zu Underlengths. Dow nimmt der Jörg sich sicherlich gleich noch mal vor. Aber also, wenn ich jetzt hier einen Trade habe, dann bleibe ich jetzt da drin. Also da sind mir dann doch das Risiko ist mir zu hoch, da einfach irgendwie den Schirm zu wechseln. Deswegen immer, wenn ich jetzt Cable mache, mache ich ja Cable. Genau, dann bleibt man da auch erstmal mit dem Fokus drauf. Die Indizes selber, wenn ich mal so grob schaue, ein Stück weit schwächer. So richtig ist da jetzt seit dem US-Opening auch noch nichts passiert. Das muss man ganz klar feststellen. Das hält sich noch ein Stück weit in den Grenzen, dass da so Momentum reinkommt. Mit den FIBOs selber, die hast du ja, wie gesagt, auch gerade verwandt. Da kam die Frage, ob du die FIBOs nutzt als solches. Sieht ja gerade, die legst durchaus mal auf, um so ein Stück weit mal zu ersehen, wie weit kann denn der Retrace jetzt kommen oder wie weit kann es zurücklaufen. Statistisch gibt es da auch schon Hochrechnungen, dass die FIBOs nicht mehr getroffen werden als das 50er-Level, ganz klassisch. Ja, aber was uns das natürlich sagt, je früher der Preis da irgendwo wieder dreht an so einem markanten Level, desto bullischer ist es wahrscheinlich. Oder eben, wenn er zu tief eintaucht unter das 61er, dann kann man auch teilweise, ja, dann schon fast sagen, das Ding kippt wieder nach unten. Und das ist jetzt so die Intention, dass du mal guckst dir den Short, in welches Retracement oder welches Retracement er jetzt da anläuft, speziell bis wohin sozusagen. Läuft er, genau. Genau. Ja, bis wohin läuft er. Also in der Regel ist es schon so, Währungen gehen bis ans 50er, das ist so meine Erfahrung. Und von dem her, ich meine, das wär ein schöner Trade hier. Bis ans 50er, das sind doch die ein oder andere Tipps, ja. Ja, die wir hier mitnehmen könnten. Also von dem her, das wär wunderbar. Ja, da bist du, wie gesagt, aber sonst hast du guckst, ich sehe es ja auf der linken Seite, du hast so die Austria-Pair, so ein bisschen Yen, aber so Euro, US-Dollar, britisch Pfund, also so die Majors sind schon das, wo du eher so, wenn du denn nicht den Index jetzt direkt im Kopf hast, sozusagen schaust, ne? Genau, genau, ja. Also ich gehöre zu den Menschen, die wenig schlafen. Und von dem her, nachts kann es schon mal sein, dass ich irgendwie um 2 oder so im Schirm sitze. Dann irgendwie Aussie-Dollar, US-Dollar oder US-Dollar, Japanisch-Yen oder so handeln. Das kann schon mal sein, ja. Aber tagsüber, wenn ich handel, mache ich eigentlich mehrheitlich in diesem Setup hier, dieses kurzfristige, morgens in DAX und nachmittags in Dow Jones. Aber das, was ich jetzt hier im Cable gesehen habe, Cable gehört zu meinen Majors mit dazu, von dem her, das ist einer, den ich handle. Auf einem Spread hier, man sieht ja, der ist zwar variabel, aber der ist okay. Und das Setup hier, das ist gerade schön. Allerdings hier auch wieder eindeutig wunderbar zu sehen. Bewegungen laufen schnell und sauber, Korrekturen laufen langsam und unsauber. Ja, das ist, sieht man, dass das auch immer das Zähe an der Geschichte ist. Wenn die Korrektur jetzt nicht durchstartet, wird es natürlich dann immer ein Stück weit zäh, der Prozess selber. Also da lassen ja auch viele Leute dann zählen. Ich meine, du handelst jetzt die Korrektur, das muss man eben auch abkönnen, ne? Der reine Bewegungshandel, also wenn du reinen Trendhandels fokussierst, dann wartest du theoretisch jetzt hier ab, bis die grüne Candle wieder kommt und er auftritt.
jetzt wird nochmal gefragt, also Günther, ganz kurz, das 50er FIBO-Level, ja, ist richtig, es ist kein FIBO-Level, kann gar ein Level sein, im Prinzip ist es die goldene Mitte, ja, das ist ganz klar. Die FIBOs sind das 38,2, 61,8, 78,6, 23,6, 14,6, da gibt es 1000 unterschiedliche Level, ja, je nachdem, was einem da schmeckt, aber der goldene Schnitt ist ja die 38,2 und 61,8, das ist vollkommen richtig. Das 50er ist im Prinzip meines Erachtens die goldene Mitte, ja, und das ist schon richtig, wenn was zum 50er Retracement zurückkommt, dann ist das ein ganz anständiger normaler Korrekturrücklauf, der in der Regel dann trendfolgend wieder, wenn der Trend denn stimmt, wieder in die richtige Richtung zeigen sollte. Mhm. Aber jetzt fragt der Thomas hier auch noch, wie genau ist die Definition für den Short Entry im British Pfund US-Dollar? Du hast das mit dem Expander gesprochen. Ich denke, das war ja eigentlich dann schon die Aussage, ne? Ja, also wie gesagt, diese kräftige Bewegung, die wir hier nach oben gehabt haben, das ist für mich, wenn da echt Dampf auf dem Kessel ist, hier oben der Dampf rausgeht und ich dann hier praktisch die erste rote Kerze sehe, dann ist mein Ziel, dass ich hier mit diesem Trade handeln möchte, letztendlich hier irgendwo da. Ne? So diese Korrektur. Was noch mit dazu kommt, wir sind beim britischen Pfund auf Stunde, haben wir hier eigentlich einen intakten Abwärtstrend und sind hier auch wieder letztendlich bis an diese Range-Oberkante hier mit der Kerze ran. Mhm. Wird sehr gern gemacht, sehr, sehr gern genommen und danach geht es wieder in die andere Richtung. Deswegen, das waren die Kriterien, warum ich gesagt habe, ich mache diesen Trade. Allerdings ist jetzt hier auch wieder eins, du hast mich vorher mit dem Zeitstopp angesprochen, oder? Mhm, genau. Das sind jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Minuten schon im Trade. Mhm. Und er fängt gerade an, gegen mich zu laufen und hat das 23er Retracement schon erreicht. Mhm. Also das heißt, wenn die jetzt grün schließt, dann muss ich heute schon wieder einen manuell killen mit Minus. That's the way. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, gegen Counter-Trade gewesen, also gegen die eigentliche vorherrschende Richtung, aber eben von dem größeren Timeframe an der Oberkante. Sag mal, der Einstiegsmöglichkeiten oder der Setup-Möglichkeiten gibt es dann natürlich immer viele, wo der Marktteilnehmer dann sagt, okay, das ist jetzt der Entry-Hintergrund, das ist der Exit-Hintergrund. Letztlich, wenn man eine Fehlentscheidung getroffen hat, das ist eben auch das, was einem die Börse lehrt. Man kriegt hier relativ unmittelbar eine Fahrkarte in die richtige Richtung oder in die falsche. Ja? Und man ist im Prinzip dafür immer selbst verantwortlich. Das heißt, auch so Trading-Services oder auch jetzt, wenn wir so eine Art Live-Event machen, schneiden Sie sich so ein bisschen was mit, hören Sie den Teilnehmern zu, was der eine erzählt, was der andere erzählt, wo er so seine Ansätze sieht und versuchen sich dabei so ein, ich will nicht so Ultima Ratio, aber so ein Stück weit den eigenen Mehrwert da rauszuziehen, weil wenn wir jetzt hier blind abfeuert, also die Idee mit den Heike Naschis ist ja erklärt, das wurde jetzt auch die Range erklärt, weil du orientierst dich ja schon viel übergeordnet an der Markttechnik, ja. Das heißt, hier ganz klar die entsprechende Korrekturzone da eben geschaut mit dem höheren Timeframe, also auch dem Multi-Timeframe-Einsatz ist eine ganz wichtige Geschichte, was man mitnehmen sollte. Und letztlich war es hier eine spekulative Entry-Erwägung in Sachen eines neuen Tiefs im Sinne der Korrektur halt, ja, bis zum 50er, wie du ja schon gesagt hast. Und da waren eben vorhin genau meine andere Meinung, die zum Beispiel eben, dass das Pfund, wenn es jetzt nicht unter die, da haben wir auch wieder zwei unterschiedliche Charts, man muss sagen, wir haben beide das Pfund im Auge und ich habe eine ganz andere Betrachtung als du in dem Kontext. Das ist halt auch interessant letztlich, weil ich ja, ich für meinen Teil wäre erst später, wenn überhaupt, in den Short gegangen, dann wäre es wahrscheinlich aber auch schon zu spät gewesen und der Ansatz von mir war, wenn das Momentum jetzt nicht so stark zurückkommt, dass wir sogar jetzt so einen Overrange-Tag haben und das britische Pfund sogar 150, 160 Pips jetzt noch richtig nach oben durchrennt, weil das große Kapital jetzt sich bullisch für das Pfund sozusagen aufstellt. Und das wäre die Bewegung, wenn wir jetzt neues Tageshoch machen, gehe ich davon aus, dass das britische Pfund auf jeden Fall bestimmt, gerade weil, wenn ich den Chart jetzt auch noch von dir hier sehe, den Stundenchart, wenn der da oben drüber rausguckt jetzt, dass er zumindest hier den Spike der Kerze von heute hier von Anfang Mai da mitnimmt. Dann ist der Trend hier definitiv gebrochen. Ne? Ganz genau. Und da kommt dann kann man auch sagen, hey, da kommen jetzt die markttechnischen Trader ins Boot. Und da, das ist ja mal hier der Bruch des Punkt 3, ne? Wo man dann sagt, wenn der Markt, das ist ja sehr schön, da steht es ja auch 2323, bei der 3 ist jetzt das automatisierte Fragezeichen, wenn der da jetzt nicht eine Umkehr macht, dann
bricht er nach oben aus und da oben stehen jede Menge Stops, meine lieben Marktteilnehmer. Also da oben kann das dann so eine Art selbsterfüllende Bewegung werden, weil die dann alle glattstellen, weil dann sozusagen, ich will nicht sagen der Blinde, aber dann sieht man einfach, das Kapital denkt gerade in eine andere Richtung. Das Pfund dreht auf gegen den Dollar und dann ist es so, dass der hier nach oben rauszieht und da ist dann unter Stundenchart-Gesichtspunkten sicherlich auch noch eine Bewegung in Richtung 1,46 möglich. Für den Intraday-Bereich jetzt nicht unbedingt so relevant, jetzt, weil man da nicht auf 100 Pips Bewegung spekulieren muss. Aber Tatsache ist, dann kann der nach oben richtig ausbrechen. Aber wir sind hier auch wieder in der Relation der Wahrscheinlichkeiten. Du siehst die Kerze. Ja. Was ist denn die rote Kerze, die da so rausschaut? Die rote Kerze aus... Die hier? Genau die. Das ist hier der 6. Mai, müssen wir mal gucken, genau, da sieht man ja diesen Spike nach oben und da sieht man auch, da wurde schon versucht, die Marke nach oben aufzubrechen, ja, der Close war aber deutlich tiefer, das heißt, es gab hier einen richtig sauberen Fake und das kann man jetzt für die aktuelle Situation auch nicht ausschließen, ne? Dass der Markt jetzt hier nach oben so rausrennt, hier ein neues, meinetwegen sogar das hoch überschreitet und dann plötzlich einen Umkehr macht, das heißt, Garantien gibt es nicht. Das Einzige, was Sie machen können, ist praktisch im Vorfeld das Risiko bestimmen, wenn der Trade anläuft, Trade Management zu vollziehen, ja, entweder rigoros Take Profit und Stop Loss fix halten oder eben dann nachtrailen oder eben auch, wie jetzt gerade im kurzfristigen Bereich, einfach mal den manuellen Exit vollziehen, weil man sagt, okay, das Setup ist jetzt hinfällig und nicht warten, bis man stopptechnisch ausgehöhlt wird, aber das ist eben ein Erfahrungswert, den muss man sich erstmal erarbeiten. Dow Jones, wie sieht's aus? Der wackelt ganz wild. Oh. Ja, der wackelt wird, das ist gar nichts für mich gerade. Ja, ja. Das ist gar nichts für mich. Da braucht man auch die Ruhe und Abgeklärtheit. Wie gesagt, also Indexhandel, ich hatte es früher auch mal fokussiert sozusagen. Das ist definitiv nicht meine Baustelle. Da kann ich auch ehrenvoll zu sagen, das ist auch legitim. Man muss sich so ein Stück weit spezialisieren. Ja, wenn du das schon seit vielen Jahren den DAX im Auge hast und das ist einfach auch des Deutschen liebstes Kind oder eben auch der Dow Jones am Nachmittag jetzt, dann kann man da auf jeden Fall angreifen und muss hier da auch natürlich versuchen, da mehr oder weniger seine Skills dann auch auf natürlich den Index zu finden. Aber was sagt auch immer Markus Gabel oder generell auch der Micha, es gibt sozusagen das Underlying, in Anführungszeichen, spielt keine Rolle, der Chart ist das Entscheidende. Ne? Also wenn man praktisch die schöne Dow-How oder eben 1-2-3 Technik vor sich hat. Das ist ja sozusagen das liebste Kind vom reinen Markttechniker. Aber das ist natürlich auch immer ein Ansatz. Ich glaube, handelt der Markus eigentlich im 1-Minuten-Chart auch? Ja, ab und zu. Ab und zu. Mehrheitlich natürlich auch in Webinaren, damit er Trades hat. Aber wenn er schöne Setups findet, dann macht er das auch 1 Minute. Ist nicht seine präferierte Zeiteinheit, wie er selber sagt. Aber das ist ja das. Wenn einer auf Viertelstunde ein sauberes Setup traden kann, dann kann das auch prinzipiell in der Minute auch. Das Einzige ist, er muss halt näher am Markt bleiben. Das ist korrekt, das ist korrekt. Der DAX fällt schon. Ja, DAX fällt. DAX fällt, höre ich gerade. Daxle kommt hier ein Stück zurück. Ja, das war, also das ist natürlich auch so eine schöne... Ja. Was ich auch super finde, ehrlich gesagt, an dem Metatrader, ich lerne den ja langsam auch lieben. Ich habe ja wirklich mit dem Ding früher gar nie gearbeitet. Das ist so ein Glück, dass wir uns getroffen haben. Aber hallo. Das ist natürlich auch diese verschiedenen Templates, die ich mir da sehr, sehr schnell reinbauen kann. Das ist beispielsweise mein Template, wenn ich 2 Uhr nachts da sitze. Okay. Da wäre mir der Schirm sonst zu hell. Deswegen, ich mag das ganz gern. Also Find den fürs kurzfristige Handeln finde ich den ganz cool. Ja, es ist auch mit dem Mini-Terminal, den wir ja hier nutzen, ist das ja auch definitiv ein ganz großer Fakt, wo man sagt, da ist es so, dass man sich hier auf jeden Fall was zusammenbasteln kann und mit den Mini-Terminals natürlich da auch neben der einfachen Chart-Darstellung und Justierung dann natürlich auch schnell abfeuern kann. Und sozusagen so ein Trade-Management-Tool gleich inkludiert hat. Also der MetaTrader, das sind ja auch die MT4 Plus Add-ons, die sind ja auch nicht standardisiert, die wir hier haben. Das ist sozusagen das, was wir ja dann auch aufgebaut haben, um Trader-Skills mehr zu forcieren. Ich sagte ja heute Morgen auch schon, das Analyse-Tool, was wir demnächst anbieten unter MyJFD, wo Sie dann eben auch ein Stück weit darauf hingewiesen werden, was können Sie denn in Ihrem Trading sozusagen verbessern. Ja, also wie wäre es denn, wenn Sie mit dem Stopp anders arbeiten oder was ist dies und das? Das ist natürlich ein riesen Gimmick, was dann auch noch sozusagen dem Kunden helfen soll, ja, unseren Kunden. Und da muss ich wieder die Kurve kriegen sozusagen.
dass wir nur Geld verdienen, wenn Sie auch Geld verdienen. Das ist Fakt. Und wenn Sie erfolgreich sind, dann können wir auch noch partizipieren, weil wenn Ihr Konto lebt, machen Sie Umsätze, handeln Sie und nur dann kann JFD Geld verdienen, weil wir eben nur von der reinen Gebühr leben und nicht von den Market Maker Preisen oder von Inhouse-Handel gegen den Kunden. Und Dealing Desk, das ist richtig, der MetaTrader ist dafür auch geeignet, eben gegen den Kunden zu handeln. Und da gibt es auch verschiedene Algorithmen und das ist richtig crazy. Und ich stelle Ihnen jetzt mal kurz eine just gelaunchte Website vor, meine lieben Zuschauer. Ich stelle die da mal rein, den Link als solchen und werde auch gleich mal kurz was dazu sagen. Die ist ganz frisch gestern gelauncht worden. Man nennt das ja im Neudeutsch Landing Page für das Thema. Und da will ich jetzt mal hier den Link gerade mal reinstellen. Da können Sie schon mal draufklicken. Jetzt gucke ich mal, wo ist denn der Chat hier? Machen wir das mal auf, das Gerät. So, wenn Sie da draufklicken, da sehen Sie mal so ein Stück weit, was eben unser Post-Trade-Report ist und warum die Post-Trade-Geschichte und Transparenz so wichtig bei der Ausführung ist und wir eben auch stolz darauf sind, dass wir der Broker sind, der hier eben wirklich die Hosen runterlässt und Ihnen eben auch Ausführungen zeigt, wie sind Sie rangegangen an den Preis, welche Slippage kassiert, wie Geschwindigkeit, die Geschwindigkeit des Order-Matchings, wer hat sie entgegengenommen überhaupt, die Order. Ich meine, das ist natürlich eine Transparenz, die seinesgleichen sucht und glauben Sie mir, das werden Sie nicht bei einem klassischen Market Maker finden, der eben dann auch in-house gegen sie handelt und dann auch mit Geld verdient. Und die Grafik in der Mitte ist sehr schön, wenn man da mal draufklickt. Profit-Zeit, Interessenskonflikt, Kundenprofit mit Market Maker. Also da wird deutlich aufgezeigt, die Grafik muss man sich mal kurz eine Minute angucken, um sie zu verstehen. Soll ich das mal schnell den Link vielleicht sagen? Ja, klar, kannst du direkt mal draufklicken. Ansonsten, genau, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Ansonsten wäre ich dann nochmal zu mir geswitcht, aber es macht Sinn, dass du es direkt bei dir mal aufrufst. Und in die Mitte da mal zur Grafik, vielleicht switcht der Markt, erholt sich wieder. Jetzt geht der Dow schön nach oben. Let's get ready to rumble. Jetzt muss ich umdenken, das ist jetzt wieder Windows. Nee, das war was anderes. Du, ansonsten mache ich, ziehe ich mal. Ja, das machst du auf, genau. Das ist kein Problem. Du guckst jetzt mal in Ruhe über den Markt. Ja. Und schau also mal. Das ist wie bei den IB Days. Da habe ich morgens auch richtig auf die Nase bekommen. War auch mit 300 im Minus und dann mittags habe ich mir dann nochmal plus 200 rausgeschnitten. Allerdings. Das ist mein Target heute auch. Also von dem her. Da gucken wir mal. Vielleicht geht ja noch was. Also hier der Bildschirm. Liebe Leute, drückt mir die Daumen. Drückt uns die Daumen. Hier müsste genau die Seite jetzt zu sehen sein. Und da haben wir jetzt hier, Link ist da, wie gesagt. Einfach mal, das ist im Prinzip unsere Aufklärung, die wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben. Ja, also es ist wirklich so, dass wir da der einzigste Broker sind und eben kein Interessenskonflikt und uns da auch wirklich ein Alleinstellungsmerkmal erarbeitet haben und man uns sozusagen auch schlecht mit anderen Brokern vergleichen kann. Hier ist der Witz, dass Sie, wenn Sie sich das mal auföffnen, man einfach sieht, wo der große Interessenskonflikt bei Market Makern liegt und eben bei DMA, Direct Market Access und STB-Broker liegt. Wir haben am langfristigen Erfolg Interesse von Ihnen, ja, und wir verdienen am Anfang auch keinesfalls so viel Geld, sondern im Laufe der Zeit immer ein Stück weit was von der Commission, Ihr Erfolg, unser Erfolg. Und bei Market Maker ist es eben in der Tat durchaus so, dass, wenn man hier die Performance-Kurve nimmt, wenn der Kunde verliert, der Market Maker eben klassisch verdient. Also es gibt Market Maker, die hedgen ihre Position, keine Frage, aber es gibt im Prinzip auch so eine, man nennt das Auto-Execution, das heißt automatische Ausführung, auf die steht im Prinzip jedes Demokonto und auf die steht auch jeder Neu-User. Doch wenn der Zeitpunkt irgendwann so ist, dass der Broker feststellt, dass sie entweder extrem gut sind oder extrem schlecht, dann gibt es durchaus die, ich würde mal sagen, fast schon Casino-ähnliche Eigenart, dann nicht mehr die Orders an den Markt durchzutransportieren, sondern die Orders ins Haus zu nehmen, ja, und gegen den Kunden zu handeln. Und leider Gottes, die Masse verzockt sich leider dahingehend mit überhebelten Positionen, mit negativer Pyramidisierung, mit Glaubenshoffnung, Stop-Loss lasse ich jetzt einfach weg, der Markt muss in meine Richtung gehen. Und je mehr der Kunde dann nach unten eben abgibt und das Konto letztlich zum Exit führt, ja, das ist leider dann mittelfristig der Fall, gerade wenn man eben hier so in Zockerparadiesen landet, wo man eben schnell einzahlt, noch Einzahlungsbonus kriegt und jetzt hier schön loslegen soll. Das Geld kommt hintenrum dreimal an den Broker zurück, sonst würde er das nicht machen. Wir sind ja hier
sag mal, im Finanzgeschäft nicht in einer Greenpeace-Vereinigung, wo alles, sag ich mal, zum Wohl der Gemeinschaft ist, sondern der Broker will knallhart Geld verdienen. Und wenn er solche Gimmicks, solche Anreize gibt, und das haben wir im Übrigen auch noch nie gemacht, wir haben zwar Handelskommissionsrabatte, wo wir praktisch Handelsgebühren runtersetzen und eben auch ermöglichen, da Handelsrabatt einzukaufen, ja, aber nie zum Beispiel Ihnen 500 Euro zu geben, wenn Sie bei uns ein Konto eröffnen. Das ist nicht zielführend und damit sprechen wir auch nicht die Trader an, die wir eigentlich haben wollen, die eben an der transparenten Ausführung interessiert sind. Und diese Grafik spricht im Prinzip Bände und den Rest kann man auch hier schön rausziehen. Und mit diesem Post-Trade-Report, und den Tipp gebe ich einfach mal jedem von Ihnen, der jetzt hier bei einem Broker ist, der meines Erachtens auch vorgibt, kein Market Making zu betreiben, dann fragen Sie ihn mal, ob die Möglichkeit besteht, eine Trade-Verfolgung anzufordern. Jörg, wir haben das ja bei den IB-Days live ja auch gemacht, wo dann praktisch der Trade sozusagen transparent dargestellt wurde, also wo wurde ausgeführt, durch wen, gab es positive, negative Slippage, wie waren die Preise, die reinkamen ins Orderbuch sozusagen, und Orderbuch gibt es als solches nicht, aber in die Aggregation, also in das Boost-System der Preisfindung, um dann praktisch hier den besten Bid und besten Ask rauszufiltern. Und das kann man eben völlig transparent auf diesem 13-seitigen Report für einen Trade wohl bemerkt dann nachlesen. Und das ist im Prinzip genau das, womit wir uns eben wirklich ein Alleinstellungsmerkmal aufgebaut haben. Und das ist, gerade wenn Sie als Trader da, und dazu kommt man am Anfang nicht unbedingt, muss ich jetzt sagen. Ja, die meisten Leute gucken hier in erster Linie daran, wo kann ich kostenlos handeln? Ja, wo habe ich möglichst viel Blinklichter? Wo ist möglichst viel, meinetwegen auch eine große Riesenmöglichkeit, verschiedene DAX-Produkte zu handeln oder VIP-Trader zu werden oder irgendwas in der Richtung? Da muss man natürlich immer sich die Frage stellen, ob das so zweckmäßig ist. Im Laufe der Zeit stellt man sich dann die Frage, werde ich dann auch wirklich fair ausgeführt oder ist der Broker tatsächlich mein Gegner oder ist der Broker mit mir? Und die Frage stellt man sich mittelfristig mehr oder weniger zwangsläufig. Und da sollte man auf jeden Fall hinkommen. Und um in den Weg sozusagen der Erkenntnis zu sparen, ist es uns eben auch wichtig, neben den Live-Events da auch immer darauf hinzuweisen, dass man hier eben ganz klar da eben hinter dem Broker, hinter die Kulissen mal schauen sollte. Ja. Das mal so als Statement hier. Also ich will nicht die große Werbebotschaft abpressen, aber das ist genau unser Auftrag und da kann man sich gar nicht oft genug wiederholen, hier in Sachen Transparenz da nach vorne aufzubrechen und eben zu sagen, hier sind wir eben nicht in dem Interessenskonflikt und genau darum geht es eben, dass man gegen den Kunden sozusagen dann einfach abhandelt. Das kann es eben einfach nicht sein. Gut, ansonsten, der DAX, der dreht jetzt mal ein Stück weit um, soweit ich das jetzt beurteilen kann. Ja, das, was ich heute Morgen wollte. Ja, die Korrektur, das ist so ein, ich gebe den Bildschirm nochmal kurz zurück an dich, Jörg, zum Moderator und schwupp. Jetzt kommen 16:30 die Erdgaslagerhaltung. Naja, das ist jetzt nicht das mit dem Ölbericht von gestern, Öllagerbestände. Muss man mal sehen, was passiert, aber jetzt geht der DAX hier noch schön nach unten durch und reverselt komplett das, was wir zur European Eröffnung gesehen haben. Also das ist schon eine interessante Konstellation, dass man im Prinzip aus dem Euro. In den letzten Tagen öfters, gell? Das hat er auch am Montag gemacht. Hat er auch am Montag tief gestartet, komplett reverselt am Montag und dann Dienstag wieder gedreht. Und jetzt macht er hier im Prinzip eine komplette Umkehr. Also das Kapital, was sich in Europa orientiert hat, ausgerichtet hat, dreht jetzt komplett die Richtung und scheint wieder ins Tief zu gehen. Die Tagescandle dürfte dann auch so eine Art Shooting Star-Style haben und wir sind ja jetzt dann auch schon wieder im vierstelligen Bereich, also unter der 10.000-Punkte-Marke, auch psychologisch immer wichtig. Also das ist schon eine Geschichte, dass man hier wirklich ganz klar mal unterscheiden muss oder feststellen muss, dass der Markt hier schön dreht. Und ich glaube, er hat ja auch noch ein bisschen Drive vor sich, so wie es aussieht. Ne? Ich bin jetzt die ganze Zeit am Schauen, ob ich im Dow irgendwo reinkomme. Ist aber beides, ich sehe da, das ist momentan nichts. Die Kerzen, die sind alle zu groß, damit ich reinkomme, das hast gerade zu viel Dampf drin. Ja. DAX hier wäre jetzt wieder so ein Counter-Trade, der machbar wäre. Ja, ist ein relativ, jetzt siehst du mal beim Pfund, das Pfund hat es nicht geschafft, bislang auszubrechen. Genau. Also ich finde es, ehrlich gesagt, obwohl der Markt heute extrem läuft, ja, Ich finde ihn heute extrem schwer. Ja, das ist also, wie gesagt, das ist leider Daily Business. Ich habe heute jetzt, wie gesagt, auch noch keinen Blumentopf gewonnen, um genau zu sein, habe ich hier 0,2%, also das ist nicht der Rede wert. Also weniger als das halbe Risiko habe ich bis jetzt, sage ich mal, nicht verdient, aber ich habe auch zwei, drei Trades verpasst, muss ich ehrlich sagen.
Das ist jetzt weniger dramatisch. Ich glaube, der Input, den wir so geben konnten, ist ganz, ganz gut. Ich meine, klar, wir können hier nie das komplette Universum abdecken, aber faktisch haben wir jetzt hier schon viele Sachen beleuchtet und die Umkehr jetzt scheint sich tatsächlich weiter aufzubauen. Also hier kommt so richtig schöner Abgabedruck rein. Also das Interessante ist eben wirklich, dass sich das Kapital hier wieder komplett umkehrt und so ein Stück weit die Amerikaner auch von ihrer Bräunung der Vorbörse hier wieder nach unten wegkippen. Jetzt eben die Also guck Frage. mal, es waren 200 Punkte hoch, 160 Punkte runter. Komplette Reverse. Also es ist für Trendfolger natürlich jetzt im, ich sag mal, nicht Minutenchart, da sieht man es relativ gut. Jetzt aber 15 Minuten ist das ein relativer choppy, tricky Markt. Also da muss man auch sagen, heute Morgen das Gap Down, der Ausbruch auf neue Tiefs, dann komplett das Reversal, die letzten Perioden hochs rausgenommen und jetzt sackt er hier wie ein Stein zusammen. Also kann man durchaus, also das Momentum ist gerade sehr, sehr schön. Also das im Indexmarkt, also wenn das jetzt ein Währungspaar wäre, würde ich schon sagen, also da ist richtig schönes Momentum drin, was da, es lässt fast vermuten, dass da noch mehr kommt. Also da ist gerade richtig schön Musik drin in dem Markt. Aber man muss eben auch hier, du siehst jetzt hier links im Minutenchart da unten den Support, wo er gerade steht. Ja. Das ist das, wo du gesagt hast, da könnte er unter Umständen auch reversen. Das heißt, man muss wirklich mal gucken, an welchen Punkten hat der Markt denn gedreht. Oder das ist ja bei Forex das mit dem, das hast du bei dir gar nicht drin. Ist auch nicht dramatisch. Also die Vorwochen vor Tagestiefs und Hochs finde ich eine wichtige Information. Und hier eben auch so ist die Frage, warum hat der Preis zuvor da gedreht? Warum tut er das? Kommt da jetzt ein Reversal? Also zumindest muss man mal sehen, ob er da jetzt durchknallt oder ob er da jetzt eine leichte Stabilisierung findet. Das ist genau die Spannung eben. Also trendfolgend müsste man hier Short handeln, so wie das aussieht gerade im Bild. Countertrend-technisch auf die Unterstützung gesetzt, könnte man hier auf eine Gegenbewegung spekulieren. Wie siehst du das? Ich habe normalerweise immer eine sehr gute Meinung. Ja, du bist doch heute herausgefordert, Jörg. Das tut mir leid, dass ich... das ist völlig safe. Das ist völlig safe. Okay, cool. Also von dem her, schau, ich habe heute eine Situation, ich habe den Markt heute Morgen falsch eingeschätzt. Ich finde heute Mittag kein klares Bild und kein klares Setup. Das Ding bewegt sich zwar irgendwie traumhaft, aber irgendwie hat der Schmidt-Schneider heute das Auge nicht dafür. Wenn ich keine Meinung habe, ist ja eigentlich die Situation so, dann sollte man einfach einen Schirm zumachen und sollte sich um was anderes kümmern. So ist es, die Seitenlinie. Jetzt habe ich dich genötigt, heute Nachmittag nochmal dabei zu sein. Ne? Ja, das ist ja auch völlig in Ordnung. Okay. Weil ich bin überzeugt, wir finden heute noch was Schönes, was wir nochmal traden können. Aber meine Meinung jetzt zu der ganzen Thematik, boah, ich habe ehrlich gesagt, ich habe gar keine mehr. Ich habe gar keine. Ich meine, schau dir das an, das ist wieder so ein extremer. Du warst vorhin ja mal, du warst kurzzeitig long, kurzzeitig short, also du hast da im Prinzip genau die Möglichkeit gesucht, da reinzukommen. Das war hier links der Trade, hier, der daneben, genau, der Short, den hast du ja da, ja. Also du hast im Prinzip das antizipiert, was kurze Zeit später passiert ist. Da kann man jetzt, genau, das war ja im Prinzip die Ausgangsidee, dass da so Momentum reinkommt und dass er dann genau das macht. Er hat es jetzt letztlich, weiß ich nicht, 10, 15 Perioden später gemacht, was natürlich einerseits die Trade-Idee von dir war total korrekt, ja. In dem Fall war es, weil wir uns verquatscht haben, weil du nicht auf den Markt geguckt hast, da hättest du dann hier den Entry wahrscheinlich gewagt oder wir haben es jetzt im Prinzip nicht gemacht. Und jetzt nimmt das Ding richtig an Fahrt auf. Also das ist natürlich auch was, wo ich immer so sage, aus der Praxis, wenn man so kurzfristig unterwegs ist, deswegen so ein Webinar machen und gleichzeitig, sag ich mal, sehr kurzfristig traden. Also Heiko hat dafür auch Jahre gebraucht. Das ist wirklich eine Herausforderung, weil man im Prinzip durch das Quatschen teilweise eben den Fokus verliert. Ja? Und wenn das passiert, ich weiß nicht, wie es wäre. Manuell hättest du vielleicht hier noch zwei, dreimal abgefeuert und hättest jetzt genau den Impuls möglicherweise mitgenommen und wärst zufrieden. Aktuell guckst du der Bewegung jetzt hinterher, was jetzt auch nicht dramatisch ist, weil der Markt bewegt sich morgen noch, bewegt sich übermorgen noch. Übermorgen ist Samstag. Aber wird sich morgen noch bewegen. Und das heißt, da kommt schon noch was. Ja, aber ich meine, bei dem schönen Moves, die er gemacht hat, schon stark, aber auf der anderen Seite, glaubt mir, ich denke, viele sind heute eigentlich auf den Long-Zug heute Morgen nicht rechtzeitig aufgesprungen und wenn sie es aufgesprungen sind, hätten sie gedacht, dass die Amerikaner das jetzt fortsetzen, aber dass der Markt jetzt so direkt wieder umkehrt, also das ist indexmäßig sehr, sehr interessant. Also ich bin, wie gesagt, hier Index-Zuschauer,
Auch der US-Dollar muss ich an dieser Stelle jetzt mal anmerken. Das britische Pfund schafft es nicht auszubrechen. Der US-Dollar kommt so ein bisschen zurück mit seiner Stärke gerade. Also Euro jetzt auch wieder ein Stück weit im Rückläuf. Also man sieht, dass jetzt auch der US-Dollar von der eigentlichen Schwäche, die man fast schon unterstellen konnte, jetzt hier wieder ein Stück weit aufdreht. Und so, ja, eben jetzt hier ein bisschen die Stirn zeigt. Und das britische Pfund macht jetzt auch hier gleich ein neues Tief. Also deine Idee von vorhin war jetzt mit weiterem Stopp auch nicht so schlecht, den Short zu wagen. Also ich, ja. Jetzt fällt der britische Pfund. Ich hab den noch offen. Ja, hier. Da ist er, genau. Also das war, ich meine, der Ansatz war ja auch der, dass der im Prinzip auch das Momentum mit dem Zeitstopp, ja, du hast ja dann auch die grünen Candles bekommen, wo man dann sagt, okay, da ist so ein bisschen die Grundidee raus. Richtig ist, wenn du das Ding jetzt gehalten wärst und jetzt läuft er ja ein Take Profit oder wäre es gelaufen, dann hat das eigentlich mit dem kurzfristigen Scalp nichts mehr zu tun, weil sich die Trade-Idee ja eigentlich relativiert hat. Genau, aber so die Grundidee, die du da hattest, die war ja schon richtig. Da oben ist die Hürde, von der wir gesprochen haben, wo ich auch meinte, also wenn er da rausgeht, dann kann richtig Momentum reinkommen. Aber es scheint die Luft hier raus zu sein. Und insofern die Idee von dir, da den Counter zu spielen, schon nicht schlecht. Aber es war eben auch so ein Stück zu früh in dem Fall, genau wie beim DAX. Ein Stück zu früh, nur weiß man das hinterher immer. Ne? Da sagt man immer schön. Also wenn man jetzt mal nach Zahlen, dann hättest du jetzt hier gesagt, genau so, den 23er Bruch, den muss man nehmen, jetzt rauscht er durch bis zum 50er, 61er und dann sagt man wunderbar, das sieht eben real oder live am Markt immer noch ein Stück anders aus. Ne? Timing ist alles. Also deswegen ist es auch so, wir haben jetzt hier den Dow, den DAX und den Cable gerade offen. In der Regel habe ich einen einzigen Markt, wenn ich das mache. Mhm. Und dann ist Ende. Und auf den konzentriere ich mich und da versuche ich mich irgendwie einzugrooven, wie es die Musiker machen. Mhm. Ja, weil du musst dabei bleiben. Du musst echt dabei bleiben. Ich meine, das mit dem 1-Minuten-Chart, wie gesagt, ich habe da auch relativ viel durch. Also für mich arbeitet sag mal, im kurzfristigen 1-Minuten-Chart ein Algo, weil ich das überhaupt nicht gebacken bekomme, da die Ein- und Ausstiege. Und das ist mir auch wirklich zu herausfordernd, da wirklich anzugreifen. Das ist wirklich, ich sag mal, schon eine Königsdisziplin. Und wie du schon gesagt hast, das Telefon ist dann weg, du bist dann 2-3 Stunden fokussiert und du quatschst in Anführungszeichen nicht mit mir über den Markt und über generelle Trading-Ansätze, weil man sich da wirklich konzentrieren muss, eben ganz im kurzfristigen Segment. Ich meine, ich bin hier im 5-Minuten-, 15-Minuten-Chart unterwegs und 30 Minuten hin und wieder, da ist das schon was anderes. Ja, da gibst du den Trades auch mehr Luft, aber man sagt so schön, der Forex-Markt ist da auch sehr choppy, dass ich jetzt auch ungern eben in den größeren Timeframes da jetzt irgendwie Trades eröffne, weil ich dann eben auch kurzfristig lieber die Bewegung jetzt so rausschneide. Es gibt eben Marktphasen, da ist es mal trendiger und da ist es mal weniger trendig, da muss man sich eben einfach irgendwo anpassen. Ne? Aber ich sag mal, du hast hier eine schöne Einweisung gegeben, sozusagen, wie du mit den Heike Naschis arbeitest. Das ist ja, jetzt sehe ich, lese ich auch von Michael gerade, er schreibt so, dass er dir den ADX sozusagen empfiehlt, als Indikator, sagt er. Ne? Das ist so eine Art Trendstärke-Messer, also sagen wir, da ich ja auch die Prüfung zum technischen Analysten gemacht habe, durfte ich mir auch hier weit über 500 Indikatoren reinziehen. Dass die alle ihren Nutzen haben oder nicht, das sei jetzt mal dahingestellt, ne? Weil viel, also es heißt auch auf keinen Fall, dass wenn sie jetzt, weiß ich nicht, die ganzen Formeln der Indikatoren können oder auch meinetwegen die 20 Indikatoren, die 20 Oszillatoren runterbeten können, das heißt nicht, dass sie im Trading besser werden. Ja? Der Chart sollte eben, oder sie sollten sich die Skills angewöhnen, die wichtig sind und der ADX ist so ein Trendstärkemesser. Und der Michael schreibt eben gerade, dass er hier sehr gut in Sachen Einstiegspunkten ein guter Tipp ist. Also sozusagen mal von einem User, von einem Teilnehmer an dich auch mal hier der Tipp, dass man da Einstiegspunkte gut definieren kann. Aber ich weiß auch, dass der Markttechniker selber eben, ich sag mal, Indikatoren frei unterwegs ist, weil so ein Indikator kann natürlich auch zur Verwirrung beitragen und einen in seiner eigenen Meinungsbildung ja auch unsicher machen. Ne? Und das versucht der Markttechniker natürlich mit seinem reinen Chart sozusagen zu vermeiden. Und das ist auch da legitim, dass man eben sagt, hey, ich überlade mir den Chart dann nicht. Wie heute Morgen der Rainbow-Chart, das ist nicht jedermanns Sache. Das muss man ganz klar sagen. Das ist definitiv für die, die, sage ich mal, auf bunte Farben stehen. Aber man kann das auch in einer gewissen Art und Weise auch schmaler gestalten. Also da gibt es so den Lazy Bow, so nennt sich das. Ist dann so ein abgespeckter Rainbow. Da gibt es schon verschiedene Methodiken und Taktiken. Also, aber der erste Verkaufsdruck scheint jetzt vorbei. Genau, jetzt haben wir nur 12, 11, 10 Sekunden und wenn die grün bleibt, dann mache ich den Counter. Aber das ist schon noch heiß, weil so ein richtiger Bull Candle ist es noch nicht, ne?
Jetzt kommt die Brückhändle aufgrund der Mittel. Und da bist du jetzt mal schmerzfrei, sagst du. Also, ich meine, ich kann heute nicht alles total mehr belaufen. In der Regel handle ich genau die Dinger jeden Tag. Also, das ist, die gehen in den meisten Fällen gehen hier auf. Und das müsste mit dem Teufel zugehen, wenn ich heute einen Tag erwische, wo wirklich aber kein einziges Setup funktioniert. Ja, das Witzige war, oder witzig ist es natürlich relativ, aber bei den IB-Days hat es ja auch, wie gesagt, den Account am Anfang, am Vormittag lief es bei vielen eher mau. Ich glaube, nur Heiko hat gut abgeschnitten, aber am Abend dann habt ihr dann hier zur US-Session, habt ihr die Accounts alle hochgedreht und die vorherigen Verluste komplett umgekehrt. Also das war wirklich was, wo man sagt, man soll nicht den Abend vor dem Tag loben. Oder Tag vor dem Abend, wie war es jetzt? Aber letztlich, genau. Da sollte man eben erstmal Ruhe bewahren und da ist einiges möglich. Aber ich meine, das ist natürlich schon aggressiv gegen den Trend jetzt. Aber der Counter, das ist ja gerade der Counter-Witz an der Geschichte, da ist relativ schnell, und das sind die Heike-Naschi-Kerzen natürlich schon die Indikation. Man sieht, das Bild flacht sich ab, dann gibt es die zwei Doji-Unsicherheitskerzen, die du da so schön im Chart gerade zu stehen hast, die zwei roten mit oberen und unteren Schatten. Und dann kommt da eine grüne, was durchaus Spielraum für so eine Counter-Trend-Bewegung lässt, und das eben so rein indikativ von den Heike-Naschi-Kerzen. Das heißt, mit so Candlestick-Kerzen hättest du jetzt wahrscheinlich nicht den Einstieg gesucht, oder? Ich glaube, ich hätte ihn gar nicht gefunden. Warte, ich öffne mal eine. Ja. Ja, da wäre jetzt die. Gegenüber, also Da wäre wär für mich überhaupt kein Einstiegssignal. Ja, das siehst du, also das ist, da sieht man, dass man, ich meine, du hast jetzt die Markttechnik oder deine Skills der Markttechnik sozusagen mit den Heike-Naschi-Kerzen verbunden, ja, und hast jetzt sozusagen da so ein Countersignal gekriegt, was du theoretisch nie bekommen hättest, wenn du jetzt den rechten Candlestick-Charts dir anschaust. Und jetzt, genau. jetzt zieht er ja ein Stück an, das ist schon mal ganz nett zu sehen. Jetzt hat er, glaube ich, auch genauso ein Risiko wie Take Profit, also 1 zu 1. Vorher war es ja 1 zu 2, glaube ich, ne? Das mit dem 20. Nee, ich habe es reduziert, Stop, 10 zu 10. Mein Trading Stop. Okay. Ja, weil ich heute schon wirklich zu viel eigentlich am Risiko jetzt gecashed habe. Okay, um Gottes Willen, also völlig legitim. Aber das ist für mich immer noch kein Grund. Das ist für mich immer noch kein Grund, jetzt, was weiß ich, deprimiert irgendwie die Tastatur irgendwie in die Ecke zu rühren oder irgendwie den Bildschirm zu demolieren oder der Meinung zu sein, dass ich es nicht kann. Das ist ja genau das, also von dem her, ich muss niemandem was beweisen, das ist was mir persönlich sehr, sehr gut tut. Ich weiß, dass diese Setups, die ich handle, dass die in den meisten Fällen, dass die sehr, sehr erfolgreich sind, und wir haben vor 2 oder 3 Wochen, glaube ich, haben wir eine Woche Trader-Seminar gehabt in Frankfurt mit Markus Gabel. Und war super, da waren wir 12 Teilnehmer, waren die ganze Woche von Montag bis Freitag, haben wir gehandelt, haben uns in Frankfurt im Hotel getroffen und hatten dann Raum, und war wirklich super, war ein großartiges Seminar. Ging Mensch, eine ganze Woche habt ihr das gemacht, oder? Eine ganze Woche, ja. Guck mal. Und ich habe mehrheitlich halt meine Heike-Naschi auf 1 Minuten gehandelt, und das Ergebnis die Woche, das war fantastisch. Also von dem her, wir waren auch Teilnehmer mit dabei, die sich gleich für die Art des Tradings interessiert haben, und ja, bei denen lief es auch gut. Also mein Tischnachbar, der hat nach einer halben Stunde mir über die Schulter schauen, hat er gleich mal irgendwie, was waren das, 150 oder 200 Euro plus gemacht mit dem System. Also, ja, siehst du. Ich habe auch, das ist der Hin jetzt. Jetzt genau, du hast dein Einstiegs- und das war ja jetzt auch, deswegen wollte ich auch den Candlestick-Chart direkt mal daneben sehen, weil jetzt genau der Punkt eben ist, ich sag mal, du hast durch deine Counter-Strategie jetzt die Überdehnung des Bandes, das muss ich irgendwie adaptieren, das hast du sehr schön beschrieben, dass das wieder zurückschnippt, und dann hast du eben durch die leichte Unsicherheit der Heike-Naschi-Kerzen und dann die Farbfärbung eben sozusagen den spekulativen Entry gewagt. Und es ist auch richtig, und das muss ich sagen, aufgrund meiner Erfahrung her oder auch der statistischen Auswertung, wenn man sich mit so Trade-Statistiken befasst, die Counter-Trades haben eine hohe Trefferquote. Ja, weil wenn man mit einer gewissen Systematik gegen den Trend handelt, mit
engem Stopp und gleichem Risiko, also 1 zu 1 zum Beispiel oder auch 2 zu 1, wie du das teilweise mit so einem Worst-Case-Ding machst, ist eben, wenn du einen guten Einstiegspunkt erwischt, dass da so ein Retrace, so ein Rücklauf erfolgt, eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass es eben passiert. Und das ist ja das, was du sagst, wenn du den Einstieg gegen den Trend suchst und da auf so eine Signalgebung wartest, dann kann das in der Masse der Fälle durchaus funktionieren, dass du da eben auch mit einem CAV von unter 1 profitabel bist, weil du unterm Schnitt eben die schnellen Gegenbewegungen immer dann versuchst mitzugrasen, sage ich mal. Ja, ich meine, Trend folgend, links hier schön zu sehen, so eine kleine Bärfleck, ich glaube, das hatte vorhin auch ein Teilnehmer geschrieben, das war, glaube ich, heute Morgen, jede Menge Bull- oder Bärflecks gab es da, weißt du, auf der linken Seite da den Heike Naschi Abverkauf zu sehen, da auch rot, weißt du, und dann kommen hier die ganzen kleinen grünen Kerzen und dann hättest du theoretisch Trend folgend sogar die rote auch shorten können, ne? Genau, das Ding hier. Also wie so eine kleine Bärfleck, die da so ein bisschen sich nach oben macht und dann kommt nicht das Ding nach unten aus. Und das wäre natürlich trendfolgend auch so eine Geschichte, wo du beispielsweise auch ein Vielfaches deines Risikos hättest kriegen können. Aber das ist eine andere Geschichte wie das, was du jetzt gehandelt hast, ne? Aber du bist ja auch flexibel in dem Zusammenhang. Ja, also diese Thematik hier, das zu handeln, ich meine, das ist jetzt in der Nachbetrachtung, wäre das natürlich jetzt wunderbar gewesen, klar, den Trend zu handeln. Klar. Also wer es schafft, da draußen die Bewegungen sauber mitzunehmen, sage ich Hut ab, mir gelingt es ganz oft nicht, aus dem einfachen Grund, weil meistens die erste Kerze von einer schönen Bewegung, die lang läuft, auch schon recht groß ist. Das bedeutet, ich hätte zwangsläufig hier, wenn ich die wollte, wäre hier mein Einstieg gewesen. Exakt. Das ist letztendlich am letzten Tief. Und hier oben wäre mein Stop gelegen. Das ist klassischer Trendhandel. Ganz genau, ganz genau. Ich weiß nicht, warum wir... Einfacher Trendhandel. Wir haben Einstieg beim Punkt 2 und Stop beim 3. Nur die Frage ist, wo liegt jetzt dein Stop, beziehungsweise was ist dein Target und wann gehst du raus? Mhm. Und da habe ich für mich einfach diese Regel, ich versuche nicht den Trendhandel mit einer anderen Strategie zu vermischen. Das heißt, ich bleibe hier bei dieser Heike-Naschi-Strategie und die sagt mir ganz einfach, okay, klar, dass diese Kerze hier, die da, schlechte Darstellung, die hier, da sieht man natürlich schon, dass das ganze Ding abschwächt, aber ich nach meinem Setup, ich werde in die rote Kerze hier nicht reinkommen. Ja. Ich will in den Abwärtsmove werde ich nicht reinkommen. Das ist ja auch legitim, wenn du das feststellst, das war jetzt nicht deine Couleur und dann schließt du das ab und sagst, okay, das hat jetzt nicht sollen sein, dann ist es eben genau das, wo du sagst, okay, ich meine, interessant jetzt auch mit dem kurzfristigen Counter, der hat so im Prinzip den Move nach oben mitgenommen und jetzt schwächt es sich gerade schon wieder ab und jetzt muss man eben sehen, ob die Luft da jetzt schon wieder raus ist. Im Endeffekt, Jörg, wenn ich hier auf den Zeiger gucke, sind wir schon wieder 2 Stunden am Start. Also die Zeit, ich habe, also das ist wirklich, wie schnell denn die Zeit vergeht. Wir haben auch die Webinar-Teilnehmer haben hier wirklich die Stange gehalten. Also es ist sehr gut. Respekt. Soweit am Start geblieben sind. Ich meine, so eine Live-Veranstaltung, ich habe vorhin zu lesen, die war wohl zu teuer für den einen oder anderen. Ich habe hier zu stehen, dass der ein oder andere das wohl auch verfolgt hat, dass ihr da was in Frankfurt gemacht habt. Ich weiß nicht, was jetzt der Preis war, aber man muss jetzt mal eins ganz klar an den Tag legen. Ich meine, ich weiß noch, Geschichte aus früheren Zeiten, wo ich angefangen habe, mich für die Märkte zu interessieren, das war Anfang der 2000er eben. Die erste Aktie habe ich sogar direkt 2000 auch gekauft. Da gab es Trading-Seminare, da kam Larry Williams nach Deutschland. Ja? Also hier der auch... Absolute technische Analyse, Trading-Größe, ja. Und da hat das Tagesseminar 10.000 Euro gekostet. 10.000, das war ein Tag, das war ein Kinosaal, ein Tag. Und da waren natürlich nur, ich will fast sagen, die Vorstände von Banken und die, also war, sag mal, so ein sehr exquisiter Kreis, ja. Und heutzutage gibt es echt viel Content, natürlich YouTube, hast du selber gesagt, natürlich Bücher lesen. Aber wenn ihr euch natürlich dann auch du in deiner Freizeit, du hast ja auch einen anderen Hauptberuf mit Markus da natürlich hinstellt, das ist Lebenszeit und wie gesagt, das ist auch Qualität, ja. Ich sag mal, da muss man natürlich auch immer ein Stück weit versuchen, was man transportiert, hat natürlich auch Mehrwert, wenn es wirklich Sinn macht. Und teilweise ist es so, ich hätte früher, zu meinen früheren Zeiten, eher nochmal Geld in die Hand nehmen sollen für die Ausbildung, um schneller den Weg zum Erfolg zu finden, als das Geld am Markt zu lassen. Ja? Also es ist ein Investment in sich selbst. Egal, ob man das jetzt beim Konto Geld liegen lässt oder eben, ob man auch mal ein Stück weit was an Geld in die Hand nimmt, um eben ein Spezialseminar, ein Spezialwebinar, um das eben einfach mitzunehmen, weil der Mehrwert
wenn es denn eben auch die richtigen Coaches sind, hängt auch von Sympathien ab, auch ist jetzt Markttechnik meins oder nicht. Das gilt es vorher ein Stück weit auszuloten, aber das Geld in sich selbst zu investieren, und das ist ein Investment in einen selbst, ist immer gut angelegt, immer. Ja, da, ob das Seminar jetzt 100 Euro oder 500 Euro oder lass es 2000 Euro sein, bingo, da haben wir schon wieder was. 100, naja, siehst du, also das sind jetzt 150 gerade in den letzten 10 Minuten, also jetzt läuft es wieder. Jetzt, Nachmittag, ähnlich. Ich sollte eigentlich morgen, ich sollte morgen einfach im Bett bleiben, ich bin eh eine Nachteule. Na, ich sag's ja gerade. Ich sag's ja gerade. Also das war ja das wie bei den IB-Days, meine Damen und Herren. Da war wirklich in der Früh haben sie alle die Kontos ein Stück weit nach unten gesägt und dann am Nachmittag schwubbeldiwubbel, plötzlich haben sie da die Accounts, also selbst unser Andreas, ja, der hat ja da auch eine kleine Anekdote, das muss ich jetzt mal loslassen an dieser Stelle. Er wollte, glaube ich, long gehen und hat aus Versehen einen Short abgezogen. Ja, und da hat mich dann gefragt, wieso kann ich hier keinen Take-Profit eingeben? Und da sage ich, ey Kollege, guck mal rein, du bist statt long, bist du short gegangen. Ja, und da hat er natürlich dann auf die falsche Seite gespekuliert und genau zu der Zeit ist der DAX um 50 Punkte, glaube ich, hochgeschossen und er war short. Und er hat natürlich einen Verlust, sage ich mal, verbucht. Und was hat er gemacht? Selbst durch diesen Monster-Lose, den er da eingefahren hat, hat auch am Abend hin das Konto wieder in Richtung Einstand gebracht. Ich glaube, er hat am Ende für den Broker gutes Geld verdient. Plus, minus null. Ich glaube, 5 Euro hat er dann verdient. Aber er war schon 500 Euro hinten oder so. Also ganz formidabel. Und ja, bei dir ist es auch so eine Analyse-Tool. Ich würde sagen, wenn wir das bei dir mal aufsetzen, steht dann vielleicht da, hier Handelszeit von, weiß nicht, von 15.30 bis 17.30 und 21 bis 22 und von 3 Uhr bis 5 Uhr in der Früh, vielleicht dann die profitabelsten Handelszeiten. Das gilt es aber durchaus mal auszuwerten, ja, dass das für immer so bleibt, weiß kein Mensch. Aber wenn man da natürlich eine gewisse Affinität für hat, ist das auf jeden Fall interessant, dass man da sagt, warum soll ich mich nicht da auf das fokussieren, was funktioniert? Und Glückwunsch, dass das jetzt hier noch so geklappt hat. Jetzt kommen schon die ersten Dankeschreie. Am Vormittag trainieren und am Nachmittag arbeiten höre ich hier zum Beispiel. Danke für das tolle Webinar, lese ich hier vielmals. Extrem viele Informationen, super, geruhsam Feierabend. Also wir haben es jetzt hier wirklich gepackt. Jörg, ich danke dir als zweiter Gast meinerseits. Das ist das zweite Event gewesen. Wir haben wirklich viele Anmeldungen gehabt, deutlich über den Durst. Habe mich auf jeden Fall gefreut, dass du dich bereit erklärt hast. Und ich bin mir ganz sicher, Jörg, dass wir das auf jeden Fall zu gegebener Zeit nochmal wiederholen werden, weil du hast hier eben die Index im Fokus und ich will mich da nicht verstellen und plötzlich hier zum DAX-Trader mutieren. Auf jeden Fall super gemacht, dass du dir die Zeit genommen hast. Das Dankeschön folgt noch. Ne? Da kannst du dir mal sicher sein, dass wir da noch einen guten Ausgleich finden werden. Freue mich auf jeden Fall, dass du dir die Zeit auch jetzt am Nachmittag genommen hast. Die Webinar-Teilnehmer uns hier so die Treue gehalten haben. Das ist auch nicht selbstverständlich. Das nächste Mal vielleicht. Danke an die Leute, die draußen dabei sind. Weil absolut. Wenn wir keine Teilnehmer hätten, dann müssten wir keine Webinare machen. Absolut, absolut. Es macht auch Spaß. Also von dem her danke. Danke an dich, dass du mich damit zugenommen hast. Sure. Von dem her, coole Sache. Vielen, vielen lieben Dank. Und jedem da draußen, die nötigen Cojones und vor allen Dingen den Mut und die Kraft weiterzumachen, auch wenn es mal nicht funktioniert. Und das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Absolut, absolut. Und wie gesagt, das ist ein stetiger Prozess und da gehören Rückschläge dazu. Das ist, wie gesagt, eine harte Ausbildung. Den schnellen Weg oder eine Abkürzung gibt es leider nicht. Man muss sich die Zeit nehmen. Aber nächsten Monat, meine lieben Zuschauer, ich weiß gar nicht, ob ich schon einen Kandidaten, doch, ich habe einen Kandidaten schon im Visier, den Bernd Zenkowski. Den kennen Sie vielleicht von unserem JFD-Desktop of Guidance. Der wird im nächsten Monat höchstwahrscheinlich mein Gast sein, zumindest ist es so anvisiert, aber wir werden jeden Monat auch immer wieder einen anderen Gast haben und ich bin mir sicher, dass ich den Jörg auch gern nochmal habe. Also das Feedback ist wirklich sehr gut, was ich hier reinbekomme, Jörg, also das hast du wieder mal gut gemacht. Danke. Und da werden wir sicherlich auch das nächste Mal eine Herrschaft von Teilnehmern motivieren können, hier dabei zu sein. Also ich fand die Atmosphäre locker, wenngleich, ich gebe dir recht, das nächste Mal vielleicht noch mehr so, hey Jungs, gebt uns mal einen Wert rüber, den wir analysieren wollen oder was interessiert euch eigentlich? Also wir haben heute halt viel über uns gequatscht, über unsere Methoden, aber das ist ja auch der Mehrwert, den wir transportieren wollen. Aber ich sage mal, das nächste Mal vielleicht nehme ich so mit als kleines Gimmick auch noch ein Stück weit immer so abfragen, was denn der ein oder andere Teilnehmer sich da so wünscht. Auch für Sie vielleicht, wenn es hier dazu kommen sollte, dass Sie da noch Anregungen haben, was wir besser machen können, einfach hier an support@jfdbrokers.de ruhig eine oder in den Live-Chat auf unserer Website ruhig mal eine Message hinterlassen. Das freut uns auf jeden Fall sehr.
Ich will's langsam auch, ich will dich auch so langsam entlassen. Wir sind schon wieder deutlich über 2 Stunden, Jörg. Chapeau an dieser Stelle. Wir bleiben eben eh Kontakt, das steht fest. Spätestens wenn der Agena-Trader Teil von JFD Brokers ist in seiner Handelsplattform, dann komme ich mehr als dir wahrscheinlich lieb ist auf dich und Markus zurück. Das haben wir eh schon gedatet. Also da werden wir sicherlich eure Tools und Gimmicks transportieren und auch hier ein Stück weit weiterleiten. Hat mich auf jeden Fall gefreut. Und dann will ich es jetzt dabei belassen. Wünsche allen Teilnehmern einen schönen Restabend. Ich hoffe, der ein oder andere konnte von Ihnen auch hier noch die Kurve kriegen, einen Profit einfahren oder zumindest einen lehrreichen Tag draus ziehen. Ich sage erstmal danke fürs Dabeisein. Wenn Sie mögen, morgen habe ich noch so ein Education Webinar. Da geht es um Candlestick-Formationen und Indikatoren. Auf der Website von JFD Brokers unter Events Anmeldung noch möglich. Da haben wir noch ein bisschen Platz im Raum. Wer dazu Lust hat, morgen Nachmittag mache ich dann noch eine kleine Single-Session. Also, Jörg, danke an dieser Stelle. Ich gehe gleich offline mit der ganzen Geschichte. Sage auf jeden Fall nochmal danke. Danke dir noch viel Erfolg. Wir bleiben eben im Kontakt und euch allen da draußen auch noch eine schöne Zeit. Wir hoffen, dass der Sommer dann wieder zurückkehrt und dann machen wir das Beste aus all dem, was uns bleibt. Also, ciao dabei. Tschüss zusammen. Ciao.